Bei mir ist eben. Man kann Hochdeutsch oder Mundart. Bei mir ist das Hochdeutsch nicht gerade von Mundart. Aber ich habe ganz vergessen, weil ich referiere meistens in Hochdeutsch und dann habe ich ganz vergessen zu fragen. Ich möchte dir über deinen Dialekt, aber dann haben sie. Okay. Hat niemand protestiert, also Hochdeutsch ist gut. Genau. Dann mache ich einfach zuerst dann die Einführung, zuerst von dir und dann würde ich nachher, wenn du fertig bist, die Einführung von ihm machen und fragen ihn am Schluss. Und dann kann man, wichtig ist dann, dass wir haben hier das Mikrofon, wichtig ist, dass wir die Fragen einfach, wenn Fragen sind, dass der Referent, der sie beantwortet, diese wiederholt. Ja, ja. Sonst dann hat man auch Zeit, aber damit die anderen hören. Ja, ja, würde ich meinen. Das ist das Gescheiteste. Ja, nur zu. Das ist die Kamera mit. Ja. Das auch den Referenten. Ja. Ja, gut. Ein paar große Knackpunkte. Ja, ja, das ist schon gut. Jetzt hast du einen falschen Titel noch sagen. Das ist schon gut. Solange du das so gut bringst, wie du das Hammer bringst, dann ist das schon gut. Ja. Aber Edgar, du bist ja noch relativ jung, oder? Wenn ich dich anschaue, dann bist du noch nicht
Ja, wir beginnen. Ich freue mich sehr, Sie nochmals herzlich zu diesem Abendanlass begrüßen zu dürfen. Es sind ja ein bisschen einige Wechsel haben stattgefunden und deshalb nochmals das Grußwort. Es freut mich, dass Sie in Corona-Zeiten so zahlreich hier sind, so zahlreich wie es möglich ist vom Bundesrat her. Und es freut mich auch, ich begrüße auch diejenigen, die von zu Hause aus schauen, mit diesem Winken und freue mich, dass auch Sie so interessiert dabei sind. Nun, wir haben zuerst das Referat Arthrose, Knackpunkt, Knie. Und wir haben hier Edgar Funke und wir haben hier den zweiten Referenten, Herrn Professor Ben Krajovan. Ich werde zuerst Edgar Funke vorstellen. Nun, Edgar Funke müsste man eigentlich gar nicht vorstellen. Man könnte das weglassen, er ist so bekannt. Denn
Er ist derjenige, der durch seine endoprothetische, durch die rekonstruktive und auch durch die arthroskopischen Eingriffe in Schaffhausen sich einen großen Namen gemacht hat. Ich kenne ihn selber schon früher hier so ein bisschen. Als ich noch nicht in Schaffhausen war, hat man sich da oder dort mal gesehen, aber dann speziell habe ich ihn natürlich wieder getroffen in der Rheumaliga Schaffhausen im Vorstand. Und er hat dann einige Jahre noch mitgemacht und dann sein Amt dem Kai-Uwe Lorenz übergeben. Das waren so die ersten intensiveren Kontakte in Schaffhausen. Nun, ich erzähle nicht allzu viel von seiner Assistenzarztzeit, aber immerhin muss ich doch erwähnen, dass er auch in Boston war und dort sogar einen diesen Titel des Soft Tissue Engineers erworben hat. Er hat seine Ausbildung auch in Utrecht und in Cambridge vervollständigt und er war dann lange Zeit, 1991 bis 1998, an der Schultes-Klinik, dort als Oberarzt und ist dann 1998/99 in der berühmten Osteosynthese-Klinik in Davos als Oberarzt tätig gewesen. Und seit 2000 ist er in Schaffhausen im Zenit. Und wie Sie alle wissen, ist ja das Zenit jetzt hinübergewechselt auf November 19 ans Kantonsspital Schaffhausen, wo er nun eben weiter sehr aktiv ist und wirklich ein gutes Team unterdessen zusammenstellen konnte. Nun, ich möchte jetzt nicht viel über seine zahlreichen Mitgliedschaften etc. in verschiedenen fachärztlichen Gesellschaften sagen, sondern ich möchte eigentlich ihn besser zu Wort kommen lassen, denn letztlich ist er der Referent und nicht ich. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen, Edgar. So, vielen Dank. Ja, ich werde Sie heute nicht langweilen mit Operationen, Operationstechniken und so, wie ich das schon in früheren Anlässen gemacht habe, mit schlimmen Bildern, mit Metall in Gelenken. Heute widme ich mich mal dem konservativen Teil der Behandlung, was eben, ich denke, auch einen sehr wichtigen Teil ist, der auch der chirurgisch Tätige eigentlich kennen sollte, um auch abschätzen zu können, wenn er die Indikation stellt für eine Operation, ist der Patient austherapiert, hat man genügend versucht und ist es jetzt gerechtfertigt, eine Operation durchzuführen. Ich werde Sie jetzt durch so die konservativen Therapieansätze und leichten Wirrwarr etwas hindurchführen und ich hoffe, dass wir das ein bisschen miteinander dann klären können, was da alles für Möglichkeiten gibt. Ja, jetzt hat es funktioniert, sehr gut. Primär, jetzt zuerst einmal, was ist eine Arthrose? Man unterscheidet die Arthrose in eine primäre Arthrose und in eine sekundäre Arthrose. Die primäre Arthrose betrifft das ganze Gelenk, Knorpel, angrenzende Knochen, Bänder, Menisken und auch die Gelenkshaut. Als Risikofaktoren zählen eine familiäre Belastung, das Übergewicht, Überlastung, Alter und weibliches Geschlecht. Das vor allem bei der Kniearthrose ist es häufiger und hat genetische Faktoren. Die Arthrose äußert sich mit der Destruktion des Knorpels. Wir sehen das hier an diesem Schema dargestellt. Der bricht ein. Er geht verloren, ich spreche dann jeweils mit dem Patienten, dass sich die Tapete löst am Knochen, weil zum Teil früher, wenn man das gespiegelt hat, hineingeschaut hat, hat sich der Knorpel so lamellenartig abgelöst und das habe ich dann halt verglichen mit der Tapete, weil die Leute, die können sich das dann besser vorstellen, was da vorgeht. Es gibt eine primäre, also eine, wo man nicht genau weiß, wieso und warum. Und es gibt eine sekundäre. Und die sekundäre Arthrose ist eine Folgeerkrankung, zum Beispiel nach Unfällen oder bei Fehlstellungen der Beinachse, nach Infektionen des Gelenkes oder bei einem Morbus Albeck. Sie sehen hier einen solchen Morbus Albeck, sehe ich immer wieder in der Praxis. Und das ist ein Absterben eines Knochenknorpelsegmentes. Hier im Kniegelenk gibt es aber auch in anderen Gelenken. Die Ursache in über 50% wird man nicht herausfinden, wieso und was der Grund war.
Es gibt eine Häufung bei Cortisoneinsatz, also unter Steroiden kann das vorkommen. Es kommt auch bei der Sichelzellanämie vor, das ist bei uns absolut nicht häufig. In den USA ist das wieder häufiger und dort ist dann die Statistik wieder mehr. Also es gibt Erkrankungsbilder, die so einen Allback machen. Und die zerstören natürlich dann die Oberfläche. Die Symptome, es steht der Schmerz im Vordergrund. Typisch belastungsabhängiger Schmerz, der dann in Ruhe wieder etwas bessert. Der Erguss und die Entzündung kommt zustande durch den Knorpel- und Knochenabrieb. Das führt immer wieder zu Schüben, zu Ergussbildung, Schwellungen des Gelenkes mit Überwärmung, Schmerzen und auch dem Ruheschmerz. Je weiter das fortschreitet, kommt auch die Morgensteifigkeit dazu. Das sind wenige Minuten Anlaufschmerz. Das ist eine Differenzierung gegenüber der Polyarthritis oder einem arthritischen Schmerz. Die haben nicht nur wenige Minuten, sondern wenn der Anlaufschmerz besteht, dann geht er typischerweise länger. Wir bekommen eine vergröberte Gelenkstruktur, eine Instabilität und damit einhergehend auch eine Bewegungseinschränkung am Kniegelenk. Man teilt das in Stadien ein, das ist radiologisch nach Kellgren-Lawrence. Stadium 1, 2, 3 und 4, die müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen. Und so sieht das auf dem Röntgenbild aus. Wenn es weitergeht. Ah, jetzt ist es gekommen, sehr gut. Stadium 1 sieht man praktisch nichts. Das ist höchstens eine Sklerosierung. Stadium 2 sieht man dann schon so Osteophyten, so Knochenanlagerungen. Man sieht die Sklerosierung und man sieht allmählich eine leichte Verschmälerung des Gelenkspaltes. Stadium 3 ist bereits über 50% des Knorpels weg. Und Stadium 4, wir laufen bereits auf dem Knochen. Da ist der Knorpel ganz weg. Ja, jetzt versuchen wir es. Das war zu viel. Jetzt. Nun zur Therapie. Jetzt wissen wir ja, wie es aussieht. Wir kennen die Stadien. Was können wir machen? Wir müssen das Gelenk bewegen, aber nicht unnötig belasten. Das sehen wir hier mit den Nordic Walking Stöcken. Wir sehen das auch beim Radfahren. Wir sehen das beim Schwimmen, vor allem im Parallelschlag. Da haben wir praktisch keine großen Belastungen auf dem Gelenk. Das sind Aktivitäten, die man auch mit einer Arthrose gut durchführen kann. Wir müssen die Alltagsaktivitäten gelenkschonend durchführen. Hier braucht es vielfach auch Instruktionen durch Physio-Ergotherapien. Und als nächster Pfeiler sehe ich die Physiotherapie, die ebenfalls wichtig ist zur Lockerung der Muskulatur, weil es kommt zu Entzündungen, Verkrampfungen, Verhärtungen, Einsteifungen, das muss die Physiotherapie alles mobilisieren. Und dann eine gezielte Kräftigung unter gelenkschonendem Aufbau. Dann gibt es abschwellende, entzündungshemmende Maßnahmen, die die Physiotherapie durchführen kann. Und neu das Gläd, was wir im Zenit auch anbieten. Und da werden Sie ja nachher dann noch mehr davon erfahren. Schmerzstillende Mittel. Da fangen wir mal bei der Hagenbutte an. Das hat man gezeigt, dass die da doch einen relativ guten Schmerzmitteleffekt hat. Aber wenn das nicht genügt, müssen wir halt dann zu den Paracetamolen, den NSAIR, sei das lokal aufgetragen oder in Tablettenform, einnehmen. Unterstützt wird die Therapie durch knoppelsubstituierende oder knoppelerhaltende Medikamente wie Glucosamin A, Chondroitinsulfat, Kurkuma, Vitamin D, C, Calcium. Und das ist dann das Chondroitinsulfat, ist das Chondrosulf, das kennen die meisten von Ihnen. Und das Glucosamin A, das ist das Voltaflex zum Beispiel. Und dann gibt es aber auch Mischungen, da ist alles drin enthalten. Und beim Glucosamin A muss man sagen, beim Voltaflex, das wird leider nicht bezahlt. Das gilt als Lebensmittelergänzung. Das Chondrosulf wird bezahlt. Das ist einfach, weil es schon länger auf dem Markt ist und eingeführt war. Unter den heutigen Restriktionen würde man dies auch, denke ich, nicht mehr übernehmen.
Ups, das war zu schnell. So, jetzt muss ich eins retour. Hast du mal bei dir probiert? Ah, warte schnell. Jetzt, ja, hopp. Tricky. Ja, was haben wir weitere für Möglichkeiten nach der Physiotherapie? Das ist eigentlich so für mich die dritte Säule dann. Also Medikamente, Physiotherapie und dann das dritte, das sind die Schuheinlagen mit einer Erhöhung entweder auf der Innen- oder auf der Außenseite, je nachdem, ob Sie ein O-Bein oder ein X-Bein haben. Und das kann wiederum helfen, nicht selten 2-3 Jahre, dass man wieder verbessert unterwegs ist, wieder mehr seinen Hobbys nachgehen kann und dann irgendwann später dann weitere Eingriffe unternehmen muss. Dann gibt es diese Orthesen. Das sind so große Stützen, wie Sie hier sehen, oder klein als Strumpf mehr. Der Strumpf, der hat eine Funktion vor allem als Verbesserung der Perzeption, also der Wahrnehmung, der Gelenkstellung, der Muskulatur, die schneller reagiert auf irgendwelche Scherkräfte. Und das hilft beim Wandern, das hilft aber auch beim Skifahren. Das können Sie selber ausprobieren. Wenn Sie so einen Strumpf anhaben, dann reagiert der Körper schneller mit der Muskulatur. Die Muskelspannung ist schneller da und Sie stabilisieren schneller ein Gelenk. Diese Orthese hier, die hat einen anderen Sinn, und zwar drückt die hier von außen gegen die Innenseite. Hier ist das Widerlager. Und durch diesen Druck wird auf der Innenseite, wenn jetzt die Arthrose da auf der Innenseite ist, der Gelenkspalt aufgedehnt. Jetzt ist das aber eine Orthese, die haben die Leute nicht sehr gern, weil sie ist sehr groß, sie trägt enorm auf und auch für Frauen ist das nicht sehr angenehm zu tragen, wie auch für die Männerwelt nicht. Also mit so einer Orthese, die kann man selten abgeben, das wird selten gewünscht. Aber theoretisch eine Möglichkeit. Dann der nächste Pfeiler, das ist die Gewichtsreduktion. Wir wissen, dass beim Kniegelenk ist die Arthrose, die Progression der Arthrose gewichtsabhängig. Je schwerer wir sind, je mehr machen wir Arthrose. Wenn wir einen Body-Mass-Index von 40 oder mehr haben, haben wir in über 70% Wahrscheinlichkeit eine Kniearthrose. Wenn wir bei 30%, bei einem BMI von 30 sind, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 30%. Also Sie sehen, das nimmt relativ steil dann zu mit dem Gewicht. Die Ernährung ist klar, möglichst Grünzeug. Dann möchte ich aber auch noch kurz die alternativen Ansätze erwähnen. Da gibt es die Akupunktur, die macht ihren Dienst vor allem im der Schmerzbekämpfung, dass die Schmerzen weniger wahrgenommen werden. Auch davon profitieren zum Teil die Patienten. Dann selber schon gesehen sind solche Blutegel und die werden immer noch angewendet, auch heute. Ich musste nicht vor allzu langer Zeit einen Patienten verschieben, weil von diesen Saugstellen hier, von den Blutegeln, da immer noch eine Entzündung vorhanden war. Und das sind natürlich nicht sterile Regionen. Und wenn Sie dann eine Knieprothese einbauen müssen und hier dann noch die Entzündungsstellen sind, dann geht das nicht, oder? Ja. Aber das wird heute noch gemacht, wird angewendet. Und ich sage immer, wenn es nützt, ist okay. Und wenn nicht, dann muss man es wieder verlassen. Dann gibt es neuere Ansätze wie die Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure hat einen Stellenwert im Stadium 1 oder 2. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, das sind die ganz milden Stadien von der Arthrose. Im Stadium 3 und 4 hat das keinen Sinn mehr. Das wird auch in den USA so propagiert. Das ist die American Association of Knee Surgeons. Die haben letztes Frühjahr getagt und haben da eine neue Schrift verfasst. Wenn das Stadium 3 oder 4 ist, lohnt sich der finanzielle Aufwand nicht, weil Sie müssen das selber bezahlen. Das kostet jetzt bei uns, je nachdem, zwischen 500 und 600 Franken. Es gibt Präparate, die spritzt man einmal, es gibt aber Präparate, die spritzt man dreimal. Und
Wirksamkeit, ob Sie einmal spritzen oder dreimal, ist dieselbe. Und das Ähnliches gilt für das Platelet-Rich Plasma. Auch dieses ist im Stadium 1 und 2 einsetzbar. Kann man versuchen, kann man schauen, ob es hilft. Eine Garantie kann man auch hier nicht abgeben. Man hat Studien gemacht, wo man die zwei gegeneinander verglichen hat. Es hat keiner bessere Resultate gezeigt, weder die Hyaluronsäure noch das Platelet-Rich Plasma. Die sind beide, wenn sie wirken, beide genau gleich. Das Platelet-Rich Plasma müssen Sie dreimal gehen. Es wird Blut abgenommen, es wird zentrifugiert und das wird dann ins Gelenk gespritzt, oder? Es wird hier ein bisschen gewarnt wegen Infektionen. Es hat tatsächlich Infektionen gegeben und mehr als hier im Hyaluronsäurenbereich. Was immer wieder auch mal zur Anwendung gelangt, sind die Steroide. Die sollte man mit Maß einsetzen. Aber genau wenn das Knie enorm geschwollen ist, mit der Synovitis und der Guss drin hat, dann kommen Sie mit diesen Mitteln nicht dahin. Da kommen Sie nicht zum Ziel. Sie müssen dann die Steroide einsetzen, damit der Guss und die Synovitis weggeht. Die Hyaluronsäure, das ist ein reines Gleitmittel. Das baut den Knorpel nicht auf. Und als Gleitmittel können Sie sich vorstellen, wenn ein starker Entzündung ein Erguss ist, kann das nicht sehr viel bewirken. Darum muss zuerst der Erguss weg, die Synovitis muss weg und dann kann die Hyaluronsäure wirken. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man spritzt zuerst die Steroide, anschließend die Hyaluronsäure oder man kombiniert das. Also man kann das auch kombiniert spritzen, Hyaluronsäure zusammen mit dem Corticosteroid. Die Stammzellen ist etwas ganz Neues. Auch hier liegen erste Versuche vor. Die spritzt man ins Gelenk und haben auch, wenn, dann Anwendungsbereich im ersten oder zweiten Stadium. Die ersten Resultate sind aber nicht besser wie hier im Hyaluronsäure- oder PRP-Bereich. Dann möchte ich, bevor es jetzt dann richtig ernst wird mit der Chirurgie, noch kurz ein Statement abgeben bezüglich der Gelenkspiegelung, der Arthroskopien. Da wissen wir spätestens seit 2004, bestätigt wieder 2020 von Katz, von der Harvard Medical School in Boston, dass diese Eingriffe mit Entfernung von abgenutzten Gelenkbestandteilen, zum Beispiel Knorpel und Menisken etc., die sollten nicht mehr durchgeführt werden, die bringen nichts. Der Katz, der konnte beweisen, dass wenn man das gemacht hat, dass die Leute schneller eine Knieprothese brauchten, als wenn man das nicht gemacht hat. Und in meiner Praxis ist es so, dass ich das versuche zu verhindern, aber es ist wie immer, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Situationen, wo eine leichte Arthrose vorliegt, wo irgendetwas mechanisch blockt und dann macht das Sinn. Aber das liegt in der Verantwortung des Chirurgen, das sauber herauszudifferenzieren und mit dem Patienten zu diskutieren, dass er weiß, wie seine Chancen stehen bezüglich einer Arthroskopie. Somit ende ich und möchte den chirurgischen Teil meinem Nachfolger Professor Krajovan übergeben. Herzlichen Dank, Edgar. Nun habe ich die Freude und Ehre, Herrn Professor Krajovan Ihnen vorzustellen. Er hat nach dem Studium in Erlangen und Nürnberg hat er zuerst als Assistenzarzt auch in dieser Region gearbeitet. Chirurgische Fächer, Orthopädie und Unfallchirurgie waren die Bereiche, in denen er aktiv war. Und er hat in dieser Zeit, ähnlich wie Edgar, ist er auch in die USA gegangen und hat in Detroit und Pittsburgh gearbeitet und dort seine Kenntnisse vertieft. Er wurde dann als Facharzt tätig in den Kliniken Fürth und Regensburg 2007 bis 2011 und 2011
als Oberarzt. Und er hatte schon so viel Erfahrung, dass er schon im kommenden Jahr als Senior-Hauptoperateur für Endoprothetik an der Universitätsklinik Regensburg tätig wurde. Ab 2014 kam dann auch noch die Sektionsleitung der Traumatologie an der gleichen Universitätsklinik dazu. Und 2016 habilitierte er mit dem Thema, das ist sicher ein sehr wichtiges Thema für den Tätigkeitsbereich, in dem die orthopädischen Chirurgen aktiv sind, Implantatposition und Implantatintegration in der Hüftchirurgie. Er war dann in der Folge als leitender Arzt weiterhin in der Universitätsklinik Regensburg tätig und 2019 bekam er als Professor den ersten Lehrstuhl für Endoprothetik in der Bundesrepublik Deutschland und wurde im gleichen Jahr auch Chefarzt an der Universitätsklinik Marburg in diesem Bereich. Und nun hat Edgar Funke ihn nach Schaffhausen locken können und ich freue mich sehr, dass ein so erfahrener Mann mit so vielen Kenntnissen nun eben seinen Schwerpunkt seiner Aktivität nach Schaffhausen verlegt und möchte ihn ganz herzlich begrüßen und ihm danken, dass er heute Abend bei uns referiert. Bitte. Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für diese einführenden Worte. Es ist mir eine absolute Ehre, heute Abend hier bei Ihnen zu sein, ein so schönes Erbe von Edgar auch antreten zu dürfen, freut mich ganz besonders. Und lassen Sie mich direkt einsteigen mit dem Thema, wo Edgar Funke aufgehört hat, mit der operativen Therapie, wie es dann weitergeht. Und wir haben alle Erwartungshaltungen, dass wir im fortgeschrittenen Alter mobil sind, dass wir bei Läufen teilnehmen, dass wir noch einigermaßen die Beine schwingen können oder in unserem Urlaub viel Sport machen können. Dafür brauchen wir unsere Gelenke. Und in unseren Gelenken sieht es oft nicht sehr viel anders aus als auf unseren Straßen. Der Knorpel wird brüchig. Die Tapete, von dem Dr. Funke schon gesprochen hat, fängt an, sich abzublättern. Es gibt erste Löcher im Knorpel oder man versucht, sie zu flicken. Manchmal reißt das auf, die Straße. Und manchmal bricht es komplett weg und manchmal kann man überhaupt nichts mehr tun, weil der ganze Belag in sich zusammensinkt. Und genau solche Situationen finden wir in den arthroskopischen Darstellungen, die wir bereits in der Röntgendarstellung Stadium 1 bis 4 gesehen haben. Das sehen wir dann auch hier in den arthroskopischen Bildern, wo der Knorpel noch intakt ist. Hier erweicht der Knorpel. Hier fasert der Knorpel im Stadium 2 auf. Im Stadium 3 ist es wie bei einer Tapete, die sich ablöst. Und im Stadium 4 geht praktisch der gesamte Knorpel verloren. Die ganze Fläche wird darstellbar. Und wir sehen hier schon den Knochen, der hindurchbricht. Der schleift sich dann ab. Und dann kommen genau diese Ereignisse zustande, dass sich der Knochen verbreitet und all das, was Dr. Funke schon erzählt hat. Die Problematik ist, wann kann man was machen? Und hier, das ist sicherlich eine Domäne der konservativen Therapie. Und hier in diesem Bereich, Stadium 3 und Stadium 4, ist eine Domäne der operativen Therapie. Arthroskopisch oder dann irgendwann alternative Möglichkeiten bis hin zum Gelenkersatz. Da bewegen wir uns in diesem Bereich, wenn diese Therapien nicht mehr weiterhelfen. Die Kniegelenksarthrose kann so oder so ausschauen und wir haben ganz verschiedene Achsabweichungen. Das kann stark ins X gehen oder auch stark ins O gehen. Hier wird das Gelenk mehr innen belastet, hier wird das Gelenk mehr an der Außenseite belastet. Solche Auswüchse nehmen wie bei der primären Arthrose dann an, dass sie eigentlich gar nicht mehr heilbar sind. 33% der Erwachsenen sind betroffen, 50% der über 70-Jährigen sind bereits betroffen. Und im Röntgenbild sieht man dann 15% der Arthrosen, die dann auch Schmerzen haben in der Untersuchung. Die zunehmende Fehlstellung habe ich Ihnen bereits gezeigt. Und es kommt zur physiologischen Druckverteilungsstörung, dass es dann hier auf der Innenseite zu genau diesem Abrieb kommt,
wie wir in den Bildern ganz am Anfang gesehen haben. Schwellneigung, Blockierungen und Instabilitäten oder auch Achsverschlechterungen, das sind die Indikationen, wo wir dann zu Operationen empfehlen bzw. das Abwägen ganz individuell mit dem Patienten. Gelenksergüsse gehören dazu, Sie sehen das hier, das Gelenk schwillt auf, solche Punktate kann man dann dort abziehen. Dieses Bild haben Sie bereits gesehen, wenn der Knochen hier wellig wird und abschleift und der Gelenkspalt verschmälert, das Knochengewebe sich verdichtet oder Randwülste sich bilden. Hier sehen Sie das nochmal von der seitlichen Ansicht mit dieser Verbreiterung und den Wulstbildungen. Wann kann man und wann hat man diese mechanischen Störungen, von denen Dr. Funke bereits gesprochen hat, wenn sich Schleimhautfalten im Gelenk bilden, die dann wie eine Sehne über das Gelenk schnalzen, dann kann es dazu führen, dass die den Knorpel abreiben. Da kann man mit einer entsprechenden Arthroskopie und einem lediglichen Durchtrennen, ein Eingriff, der maximal 5 bis 10 Minuten dauert, dann gut Abhilfe schaffen. Auch Meniskusrisse, die ganz frisch sind, können genäht werden. Andere, die größer sind, müssen dann resiziert werden. Warum? Damit sie sich mechanisch nicht im Gelenk einklemmen und das Gelenk dann dort blockieren. Hier sehen Sie einige Ansichten, wie eine Meniskusnaht aussieht, wie ein Meniskus, der eben sich ins Gelenk bewegt und dort das Gelenk blockiert, dann mit so einer kleinen Schere entfernt wird. Oder hier, wo man versucht, den Gelenksknochen noch etwas zu bearbeiten, dass noch etwas Knorpel heraussprießt. Aber wenn diese Methode dann auch nicht mehr geht, kommen dann Methoden wie die Endoprothesenimplantation zu Rate. Sie hatten diese starken Achsabweichungen bereits gesehen, entweder im O-Bein oder im X-Bein. Manchmal, hier sehen Sie so eine Druckverteilungskurve, bei der die Belastung der Innenseite stärker ist als die Außenseite. Wenn sowas gemessen wird, dann kann man Abhilfe schaffen, indem man eine Achsbegradigung durchführt. Und das sieht dann so aus, dass man den Knochen hier an der Stelle durchtrennt und während hier ein O-Bein entwickelt wurde, hier wurde diese Operation bereits durchgeführt, dann kann man mit einer Stabilisierung einer Platte und Schrauben und den entsprechenden Auffüllen des Gelenkspaltes, des Schnittspaltes hier, dann wieder ein gerades Bein produzieren, bis sich das wieder verdichtet. Das bedeutet, dass dann weniger Belastung hier draufkommt. Hier muss man aber sehr differenzieren, denn wenn der Gelenksknochen schon bereits sichtbar ist in einer Arthroskopie, kann man diesen Eingriff nicht mehr tun. Dann überlegt man sich, wie geht es weiter und muss man dann die Oberfläche vielleicht schon ersetzen. Einer der ersten Protagonisten war Themistoklus Gluck, der eigentlich Anfang des letzten Jahrhunderts gewirkt hat und bereits 1891 die erste Elfenbeinprothese dargestellt hat. Hat sich gedacht, aha, das Kniegelenk sieht auch weiß aus, Elfenbein ist auch weiß, das muss ja irgendwie funktionieren. Hat dieses implantiert und hat Knochenzement verwendet als Kolophonium und Gips. Dass diese Kniegelenke nach kurzer Zeit bereits herausgeeitert ist, können wir uns in unserer modernen Welt schon vorstellen. Aber damals versuchte man eben gegen die Arthrose anzukämpfen und erste Mittel einfach dagegen zu setzen. Heute ist das obsolet. Gips verwendet man eher im Bau, aber nicht hier in der Medizin. Und Prothesenimplantationen, diese haben sich weit, weit weiterentwickelt. Hier sehen Sie ein modernes Kniegelenk. Hier sehen Sie in etwa die Zahlen, wie ich sie bis jetzt vor kurzem in Deutschland hatte und dort verlassen hatte. Jetzt mit ca. 200.000 Endoprothesen im Bereich des Hüftgelenkes, 200.000 Kniegelenke insgesamt oder ca. 1 Million weltweit. Das ist eine ganze Menge. Manchmal muss auch revidiert werden. Das sind dann natürlich ca. 10% dessen. Warum? Das hängt davon ab, weil die Prothesen manchmal auch sehr früh implantiert werden, weil es nicht anders geht, weil das Gelenk weggeschmolzen ist. Und dann in solchen Situationen hält eine Prothese gut 20 bis 25 Jahre.
Aber wenn dies jemand mit 50 bekommt, dann ist er 70 und braucht sicherlich noch den einen oder anderen Wechsel. Und deswegen braucht es auch Informationen, wie man sowas wechseln kann. Etwas, was wir sehr viel machen mussten, dadurch, dass die Menge an sich schon sehr groß war. Aber wann entscheidet man sich nun, dass es notwendig ist, eine Prothese implantieren zu müssen? Wenn der Nachtschmerz dazukommt und die Nachtruhe gestört ist, wenn die Gehstrecke deutlich reduziert wird und man nicht mehr schmerzfrei gehen kann, wenn man sich überlegt, kann ich noch zu Fuß zum Einkaufen gehen, und wenn der Leidensdruck einfach größer wird, dann ist es eine individuelle Entscheidung, denn der eine hat früher Schmerzen, der eine etwas später. Die Lebenssituation des einen passt nicht zu der des anderen. Das ist eine individuelle Entscheidung, die wir als Patient und Arzt gemeinsam verantwortlich treffen müssen. Sie haben diese Achskorrekturen gesehen. Die gehen nicht immer, wenn die Arthrose da ist. Und dann muss man sich entscheiden, wenn der Rest des Gelenkes, nämlich der unterhalb der Kniescheibe, noch völlig intakt ist und auf der Außenseite des Gelenks ebenfalls noch intakt ist, kann man sich überlegen, ob man nur einen Teil des Gelenkes ersetzt. Eine Methode, die bei recht jungen Patienten zutage trifft, wenn diese nicht mehr zurechtkommen mit einer viertgradigen Arthrose in dessen Stadium. Die Regeneration und die Entscheidung, ob man das eine oder das andere, ein Vollgelenkersatz oder ein Teilgelenkersatz durchführt, hängt ein bisschen damit zusammen, was zerstört ist im Gelenk, aber auch die Funktion ist nach so einem Gelenk etwas schneller, etwas besser. Es gibt weniger Thrombosen oder Infektionen, die Überlebensrate ist ein bisschen geringer, zwar vergleichbar, aber etwas geringer als bei diesen Implantaten. Aber auch da muss man individuell entscheiden, welche Art des Gelenkes man implantiert. Was ich damit ausdrücken möchte und zeigen möchte, ist, dass man auf der gesamten Klaviatur der verschiedenen endoprothetischen Möglichkeiten spielen kann. Es darf sehr individuell werden, aber man muss auch mit großer Sicherheit sehen, für welchen Patienten braucht es welches Gelenk. Das sehen Sie hier, das sind verschiedene Teilgelenkersatzprothesen. Das ist so die Standardvariante, die für die meisten der Patienten, die an einer Arthrose leiden, implantiert bekommen. Und manchmal müssen Prothesen auch gewechselt werden. Die können gewechselt werden. Warum? Weil das Lager vielleicht kaputt geht, sprich der Knochen. Und da braucht man eine etwas größere Verankerung bis hin zu solchen Tumorprothesen, wo Menschen einfach auch an einem pathologischen, an einem malignen Geschehen leiden, dann ist es notwendig, auch größere Implantate zu implantieren, um das notwendige Resektat auch herauszunehmen. Dann gibt es noch Überlegungen, macht man etwas ganz individuell und geht man solche Schnittblöcke ein, die gefräst werden, computeranimiert. Das kann man machen, aber diese sind definiert. An denen kann man nicht mehr vorbei. Wenn die einmal so ganz individuell hergestellt werden und in der Operation zeigt sich eine solche Situation, das ist aus dem 3D-Drucker, dann haben wir zwar Erfahrungen damit gemacht, stellten aber fest, dass manchmal passt es nicht ganz exakt und dann muss man sie aber implantieren. Und eine wesentliche Entwicklung, die aber darüber hinausgeht, ist die Technik der Navigation. Und so haben Edgar Funke und ich uns eigentlich kennengelernt über die Navigation. Und so waren auch meine ersten Kontakte zu Schaffhausen, zu ihm und auch zu Karl-Heinz Wiedmer, der in der Forschung beim Hüftgelenk wiederum sehr aktiv gewesen ist. Und so hatten wir zwischen Regensburg und Schaffhausen eigentlich immer einen sehr engen Kontakt. Edgar war derjenige, der als einer der ersten in der Schweiz die Navigationstechnik entwickelt und vorangetrieben hat und dadurch die Gelenke so ausgerichtet hat, dass sie dann passen, dass sie balanciert sind. Und wir brauchen die Spannung, wie Sie am Anfang gesehen haben, es gibt starke X-Beine, starke O-Beine. Das kann man nicht immer mit dem bloßen Auge korrigieren. Gerade dann, wenn der eine Oberschenkel vielleicht etwas rundlicher ist und der Unterschenkel etwas schmaler, dann hat man keinen Blick für die Achse. Oder was wir gar nicht einschätzen können, ist
letzten Endes, wie die Spannung des Gelenkes ist. Jeder, der einmal an sein Kniegelenk heruntertastet, der wird einen kleinen Spalt außen und innen feststellen. Und an der Stelle befindet sich das Innen- und das Außenband. Und dieses hat eine gewisse Spannung. Und je nachdem, wie man die Prothese ausrichtet, kann das Gelenk auch mit der neuen Prothese in Spannung kommen oder auch mal locker sein. Wir brauchen aber eine gute Spannung, damit wir ordentlich unseren Sport machen können, dass wir uns ordentlich bewegen können. Und deswegen ist ein Teil meiner Forschungsarbeiten insbesondere hier in der Navigation erfolgt. Wie zeigen sich dann schlussendlich, der reagiert ein bisschen langsam, aber wir kommen da vielleicht dem etwas näher und haben denselben Effekt wie gerade eben. Für die Navigation muss man die Gelenksoberfläche ganz individuell abscannen. Das macht man durch diesen Stift und er wird übertragen in ein Computersystem und dadurch wird virtuell dann diese Oberfläche in den Computer eingelesen, sodass der Computer dann einem ausrechnet, wie die optimale Stellung und die Balance, hier sehen Sie so ein Balanceapparat, da gibt es ganz verschiedene, aber das ist eines der gängigsten, bei der die Spannung so aufgebaut wird, dass danach die Balancierung passt. Und wir reden hier darüber, dass wir um wenige Grad die Prothese so drehen, und das reicht dann schon aus, um dann eine bessere Funktion erreichen zu können. Da sieht man dann computeranimiert nochmal, wie die Balancierung während der OP dann stattfindet. Wie sind nun die Ergebnisse nach einer Knieendoprothese? Wir wissen aus dem Schwedenregister, das sind verschiedene Registerdaten, auch die Schweiz hat das SIRIS, also ein Register, wo alle Prothesen hineingelesen werden. Und dann weiß man, wie lange sind die eigentlich noch drin oder schon drin oder funktionieren sie nicht. Und diese Daten sagen uns, dass nach 10 Jahren 95% eine sehr, sehr gute Standzeit haben. Das ist eine ordentliche Zahl. 80% der Patienten geben an, dass sie damit sehr zufrieden sind. Aber das ist für uns eigentlich auch eine Arbeitsaufgabe, diese Zahl. Denn 20% haben noch Schwierigkeiten. Und dabei gilt es, einfach auch weiter zu forschen, weiter zu entwickeln, Patienten einfach zufrieden machen zu können, gerade in diesem Bereich over the top. Die Ergebnisse, die wir mit der normalen Implantation von Prothesen erreicht haben, waren das in einer bestimmten Achsausrichtung. Sie haben die Achse gesehen und ob wir die erzielt haben, war praktisch 24% waren nicht innerhalb von plus minus 3 Grad. Das heißt, entweder hatte man danach mit der konventionellen Technik noch ein Rest Achsabweichung von 3 Grad oder in 24% über diesen 3 Grad. Mit der Navigation konnten wir das Ganze auf 8% reduzieren. Ja, also etwas genauer werden in diesem Bereich. Das sieht man hier mit der konventionellen Technik, hat man etwas mehr Ausreißer und verschiedene Patienten haben dann ein leichtes X oder ein leichtes O-Bein auch nach der Operation noch gehabt. Mit der Navigation konnte man das wesentlich eindämmen, sodass man geradere Beine hatte und dadurch auch stabilere Verhältnisse im Gelenk. Hier möchte ich Sie nicht mit Zahlen langweilen, aber 92% waren nach 10 Jahren mit der konventionellen Technik noch sehr, sehr zufrieden und 98% mit der Navigationstechnik. Hier sehen Sie aus Regensburg nochmal einen Blick, wo ich zuvor operiert hatte. Da war die Navigation direkt im Raum integriert und mit den Monitoren konnten wir das visualisieren. Das, was mich aber sehr begeistert hat, waren auch Entwicklungen, die Dr. Funke hier mit auf den Weg gebracht hat. Und deswegen bin ich froh, dass er bahnwegweisend dieses auch nach Schaffhausen bringen wollte und nun auch geschafft hat. Und es sind Entwicklungen, die wir auch gerade hier bearbeiten, ist die Robotik. Zusätzlich zu der Navigation, die hier auftaucht, ist hier ein kleiner Roboterarm. Umgesetzt im Operationssaal sieht es in etwa so aus, alles steril, alles abgeklebt, aber hier an dem Kniegelenk kann dann gearbeitet werden. Sie sehen hier verschiedene Sonden
um diese Achsen darzustellen. Und hier nochmal von einer unserer letzten Vorstellungen. Da sehen Sie etwas, was eigentlich ungewöhnlich ist. Nicht ich oder meine Frisur, sondern es ist auch nicht die Säge, mit der wir eigentlich normal arbeiten, wie immer. Auch, dass der Chirurg mit den Händen arbeitet. Eigentlich auch nicht hier mein Ring, den ich jetzt in einer nicht sterilen Situation anwende, sondern der genaue Beobachter, ich habe es hier nochmal rausvergrößert, es ist hier ein zusätzlicher Roboterarm. Und dieser Roboterarm trägt eigentlich hier ein Instrument. Und der gleitet eigentlich wie mit einem zusätzlichen Arm unter mir hindurch und hilft mir eigentlich, als ob ich einen dritten Arm hätte, bei der Operation. Unheimlich elegant, geht schneller. Wir möchten einige Informationen dazu noch natürlich sammeln und sind auf einem guten Weg, auch so eine Technologie weiterzuentwickeln. Also das wird, denke ich, in kurzer oder naher Zukunft auch denkbar sein. Ich bin schon fast am Ende des Vortrags, denn wenn man eine Prothese hat, überlegt man sich dann, was kann ich denn eigentlich noch machen damit? Und zwangsläufig ist Schaffhausen, nicht zwangsläufig, aber zwangsläufig überlegt man sich, ich möchte eigentlich Sport machen. Und gerade Schaffhausen ist eine unheimlich sportliche Region, weshalb es mich auch hierher gezogen hat, muss ich sagen. Sport mit Endoprothese, wie Fahrradfahren, Nordic Walken, Gymnastik, Paddeln, Rudern, was hier besonders wichtig ist, Wandern, sind Themen, die mit Endoprothese gut funktionieren und gut machbar sind. Vorsicht sollte man wegen der Sturzgefahr, nicht wegen der Dynamik beim Langlauf sein. Joggen und Golfspielen sind möglich, aber mit einer gewissen Vorsicht. Problematisch wird es etwas beim Alpinski, ist möglich. Also wenn man jetzt eine Prothese bekommen hat und dann Skifahren lernen möchte, ist es nicht zu empfehlen. Wenn man schon extrem gut kann, dann wird es damit auch mal funktionieren. Aber nicht dann erst neu lernen, weil man jetzt gerade wieder gut bewegen kann. Fußball, Squash, Tennis sind möglich, aber bei Fußball ist die Verletzungsgefahr wieder etwas größer. Und Fallschirmspringen, Judo und Karate ist sicherlich dem früheren Profi mal denkbar, aber für denjenigen, der nichts einstecken möchte, dann lieber doch zu lassen. Sport verbessert aber die Integration und auch das Risiko einer Lockerung, verbessert die muskuläre Leistungsfähigkeit einer Prothese und vor allem das kardiovaskuläre Risiko. Aktivität. Aktivität im Alter ist besonders wichtig, weil es verändert unser Herz, es senkt den Herzinfarkt und das Schlaganfallrisiko, es fördert den Stoffwechsel, hält den Geist länger fit, stärkt unsere Knochen, beugt Stürzen vor, gerade wenn wir eine gute Koordination haben, sorgt für einen besseren Schlaf, vertreibt die schlechte Laune und verlängert ganz einfach das Leben. Ja, welches Medikament kann das? Ja, Medikamente können das nicht, also nicht so lange warten, heißt die Devise. Und genau differenzieren, wie kann ich Mobilität wieder ergreifen? Das ist ein Thema, wofür wir im Zenit stehen. Wie kann ich Mobilität schaffen für meine Patienten? Ein mahnendes Wort zum Schluss. Prothesen sind Fremdkörper, deswegen muss man auch aufpassen. Und in solchen Situationen, ein kariöser Zahnstatus, eine Lungenentzündung oder eine Bronchitis oder auch infizierte Zehen oder infizierte Haut, hier ist Vorsicht geboten. In solchen Situationen beraten wir, dass wir keine Endoprothese implantieren. Wir sehen das schlussendlich nochmal in allerletzter Instanz im Labor und planen natürlich ein entsprechendes Röntgenbild, wie am Anfang schon gesagt. Wenn Niesen, Schnupfen, Zahninfektionen dazukommen, dann sagen wir eine Operation ab, verschieben es, denn Sicherheit geht absolut vor. Meine Damen und Herren, ein Thema, das mir ganz am Herzen liegt, ist, wie wir schon gehört haben, die Implantatpositionierung. Wie positioniere ich sie? Wie kann ich sie exakt platzieren, damit sie dann eine gute Funktion bewirkt? Ist sicherlich ein Thema der Navigation, aber auch die Integration, ein sauberes Handhaben, dass die Prothese
gut und fest an der Stelle sitzt, wo sie sein muss. Und ich glaube, dann können wir eine gute Qualität und auch Sicherheit für unsere Patienten bieten. Das ist ganz besonders wichtig. Und ich glaube, dann werden wir Erfolg haben mit unserem Tun und unserer Tätigkeit für eine Gesundung und für eine gesunde Mobilität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, jetzt ist eine Fragerunde angedacht, bestimmt an uns zusammen, sodass wir dann gerne im Publikum oder auch online die verschiedenen Fragen, die kommen werden, sehr gerne beantworten. Sagen Sie kurz, stellen Sie kurz die Fragen oder magst du moderieren, Edgar? Und wir zwei beantworten dann wahrscheinlich. Genau. Ne? Wer hat gerade eine Frage? Ja. Entschuldigung, können Sie die Frage noch mal sagen? Ihr Knie ist geschwollen. Ja. Kann man trotzdem operieren? Also die Frage ist, das Knie ist geschwollen, kann man trotzdem operieren? Also ich würde das mal so sehen, ist denn eine Operation überhaupt schon geplant? Wenn sie geplant ist und wenn es geschwollen ist, dann haben wir ja gesehen, es gehört zur Arthrose, die Schwellung. Und eine Schwellung per se ist keine Kontraindikation, um die Operation nicht machen. Weil die Schwellung wird nachher, wenn das Kniegelenk funktioniert, mit der Zeit langsam wieder verschwinden. Wenn das aber jetzt neu aufgetreten ist und gerötet ist und überwärmt ist, dann muss man sich überlegen, ist da eine Infektion dahinter oder nicht. Das kann streuen von Zähnen, von Blasenentzündungen. Es kann von einer Bauchentzündung streuen, Sigmativartikel zum Beispiel, oder von der Haut. Wenn man da irgendwelche Verdacht hat, dann muss man dieses Gelenk punktieren, oder? Muss ein Labor bestimmen, schaut dann die Entzündungsparameter an. Wenn diese Entzündungsparameter gut sind, und die Punktion negativ, dann kann man so ein Gelenk auch operieren. Ja. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, danke. Bitte. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. 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 Genau, also Frau Sabi stellt die Frage nach dem Stellenwert eigentlich der Arthroskopie. Edgar Funke hat gesagt, zurückhaltend, und Herr Professor Krajowan hat auch Situationen gezeigt, wo man das machen soll. Da geht es darum, dass man das in der richtigen Situation nicht macht oder macht. Aber ich gebe gerne beiden Herren das Wort. Ganz genau. Vielen Dank, dass Sie nochmal genau danach fragen. Es gibt Situationen, in der man eine Arthroskopie machen kann. Und es gibt Befunde im Kniegelenk, wo es keinen Sinn mehr macht, wo der Befund zu weit fortgeschritten ist und man, wenn der Knorpel komplett weggeblättert ist, dann macht es keinen Sinn mehr. Aber es gibt noch frühe Stadien der Arthrose, wo ein Gelenkersatz gar keinen Sinn macht und sich das Gelenk mechanisch eingeklemmt hat zum Beispiel. Und wenn das Gelenk blockiert und Sie eine Stunde vorher noch gut bewegen konnten, aber eine Stunde später nicht mehr, weil zum Beispiel der Meniskus im Kniegelenk blockiert hat, dann kann man den Meniskus da befreien zum Beispiel. Da macht es Sinn. Oder im Sportbereich, wo man etwas rekonstruieren möchte, dass jemand wieder schnell wieder auf seinen Fußballplatz kann. Da gibt es Varianten, wo man diese Technik anwendet. Aber speziell bei der Arthrose, wo es eine Degeneration des Knorpels gibt, da, in diesem Fall, macht es keinen Sinn mehr. Bei exakt akuten Sachen macht es Sinn. Bei chronischen Sachen muss man ganz, ganz genau hinschauen.
Also wenn ich noch etwas ergänzen darf, ein wichtiger Faktor ist natürlich das Alter. Das habe ich hier auf der Folie nicht gezeigt. Oder die erste Studie, die war bei 70-jährigen Patienten. Und die zweite war ab 65. Und da können Sie sich vorstellen, da sind die Arthrosen schon weiter fortgeschritten und auch die Heilungspotenz der Menisken, wenn man die näht, die ist nur noch ganz bedingt vorhanden. Und darum ist das dann die Situation, wo man eher die Finger davon lassen sollte. Wenn Sie jetzt aber 25 Jahre alt sind und Sie haben ein Problem mit der Arthrose und einem Meniskusriss etc., dann macht das Sinn, dass man diesen Riss flickt oder dass man eine Fehlstellung, eine Umstellungsosteotomie macht etc. Also das Alter und die Ausdehnung der Arthrose spielt eine ganz wesentliche Rolle dann. Gut, sind sonst noch Fragen? Ja. Also die Frage ist, wie lange es geht quasi für die Rehabilitation oder für das wieder gute aktiv sein können nach einer Knieoperation. Ich mache das mal an einigen Zahlen fest. Circa 1,5 Stunden dauert eine derartige Operation. Sie sind nach einer Operation circa 2 Stunden im Aufwachraum. Dann auf der Station dürfen Sie in Begleitung am selben Abend oder am nächsten Morgen in Begleitung stehen, gehen, kleine Strecken gehen. In den nächsten Tagen mehrere Strecken mit dem Böckli oder mit einem Rollator oder den Gehstützen bereits über die Station laufen und auch nach wenigen Tagen wieder Übungen machen mit Vollbelastung auf der Treppe. Die anschließende 2-wöchige entweder Rehabilitation, entweder stationär oder auch ambulant, dient dazu, dass man das Gelenk weiterhin trainiert. Die eigentliche Aktivität und der Heilungszustand, der dauert natürlich über diese Akutzeit hinaus noch gut 3 Monate. Und nach circa einem halben Jahr hat man circa 80% seines Potenzials mit dem Kniegelenk ausgereizt. Und dann nach circa einem Jahr etwa 100%. Also das steigt so stetig an, sodass Sie aber von Anbeginn schon etwas tun können, sich körperlich pflegen können, aber dann die Aktivität hin zum Sport dann eher so in die zweite Jahreshälfte verlagert wird. Ja, gerne noch die nächste Frage. Genau, jetzt ist die Frage nach dem Stellenwert der Einlage. Da hat Dr. Funke bereits Stellung genommen. Also die Einlage, wenn sie passt und man sich daran gewöhnt hat, dann hilft die in doch etlichen Fällen, nicht in allen. Und was man sagen muss, es ist eine Maßnahme, die ist nicht sehr teuer. So eine Einlage kostet 65 Franken hier in Schaffhausen. Das ist eine Krockeinlage, die man in den Schuh hineinlegt und die man von einem Schuh zum anderen wechseln kann. Und die genaue Zahl, ob jetzt das 100% sind, wo es wirkt, oder 20%, kann ich Ihnen nicht so geben. Aber einfach aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, dass es doch für etliche Zeit bei vielen der Patienten hilft. Und deshalb halte ich immer noch sehr daran fest, auch das auszuprobieren, bevor dass man dann auf die metallene Seite geht. Gut, dann haben Sie noch eine Frage. Sie sprechen von der Korrektur der Beinachse. Wenn Sie auch feststellen, dass Sie verschieden lange Beine haben, können Sie diese auch korrigieren? Also die Frage ist, Herr Professor Krajowan hat ja die Korrektur der Beinachsen vorgestellt im Kniebereich. Und nun stellt sich die Frage, wenn die Beine verschieden lang sind, kann man das auch korrigieren? Und vielleicht im Anschluss auch an diese Frage, wann ist der beste Zeitpunkt? Vielen Dank, eine sehr wertvolle Frage, weil es der Vortrag nicht so darauf eingegangen ist.
von daher auch für alle sehr interessant. Sie haben Bilder gesehen, bei der die gesamte Beinachse vom Hüftgelenk über den Oberschenkel, Kniegelenk bis zum Fuß dargestellt worden ist. Mit solchen Aufnahmen kann man exakt herausfinden, wo das Problem der Beinlängendifferenz liegt. Liegt es daran, dass der Oberschenkel zu lang ist? Liegt es daran, dass der Unterschenkel zu kurz ist? Liegt es vielleicht daran, dass die Hüftgelenke der eine zu kurz ist und der andere zu lang? Dadurch kommt dann eine Gesamtverkürzung auf der einen Seite zustande. Solche extraartikulären Deformitäten oder Verkürzungen will heißen, an einem anderen Ort, wenn die Verkürzung am Hüftgelenk ist, sollte man nicht am Kniegelenk korrigieren, verlängern oder verkürzen. Das darf nicht sein. Wenn es aber direkt vor Ort am Hüftgelenk liegt, dann können Sie durch die Operation, die Sie machen, die Verlängerung oder Verkürzung bewirken. Am Kniegelenk ist es so, dass Sie auf keinen Fall da kürzer werden wollen, wenn es oben zu lang ist. Das darf man nicht machen. Die Korrektur, die in solchen Fällen der Fall ist, wo jemand das Gelenk behalten möchte und mit dieser Platte und mit diesen Schrauben man die Achse verändert hat, die kann man auch bei der Arthrose, wenn sie innerhalb des Gelenkes sich befindet, kann man dort die Achse ausrichten und wieder gerade stellen. Dadurch korrigiert sich ein bisschen die Länge, weil wenn es nach innen hin etwas kürzer wird und man dann wieder gerade stellt, gewinnen Sie wieder einige Millimeter an Länge. Das kann man relativ gut berechnen. Also am Ort des Geschehens nur dann korrigieren, wenn das Problem tatsächlich am Kniegelenk ist. Und wenn es woanders ist, dann nicht. Sind sonst noch Fragen? Ich sehe noch eine Frage, eine letzte Frage. Die Frage ist, wenn man eine Knieprothese hat, Joggen habe eine gewisse Gefahr, ist das nun nur wegen der Sturzgefahr oder auch sonst soll man eher Joggen meiden? Die Sturzgefahr ist tatsächlich die größte. Wenn man über eine Wurzel drüber stürzt, dann ist klar, dann stürzt man und dann hat man verschiedenartige Komponenten. Die metallene Komponente ist von der Materialfestigkeit härter als der Knochen und dann kommt es zu Spannungen im Gelenk, wo es dort unangenehme Brüche geben kann. Ich bin jetzt nicht auf das Thema Brüche eingegangen, das wäre ein komplett eigener Vortrag mit eigenen OP-Techniken, die ich in einem anderen Rahmen gerne mal darstellen kann. Aber auf die Frage, die Sie abzielen, ist denn die Stoßbelastung, die man hat, diese repetitive, diese wiederkehrende Belastung, ist die möglich oder nicht möglich? Je schonender die Bewegung ist mit der Prothese, desto langanhaltender ist auch die Prothese in dem Knochen und in dem Inlay. Sprich, wenn Sie Fahrrad fahren oder schwimmen oder Nordic Walking machen, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann haben Sie eine gleitende Bewegung. Bei der Stoßbelastung ist es wieder interessant, ab welchem Zeitpunkt machen Sie das? Machen Sie das innerhalb der ersten 3 Monate, während eine zementfreie Prothese eigentlich noch im Einwachsen befindlich ist? Das heißt, der Knochen wächst an die Prothese heran und Knochen braucht Zeit. Der braucht Zeit, um dorthin zu wachsen. Und in dieser Zeit sollte man nicht joggen, weil diese Stoßbelastung das stört. Ist die einmal komplett eingewachsen, nach einem halben Jahr bis einem Jahr, kann man leichte Bewegungsübungen wie Joggen auf einem weichen Boden, Waldboden, da hat es oben einen schönen Parcours, oben auf der Breite, wie ich gesehen habe, der ist weich, da kann man das machen. Da gibt es auch keine Hindernisse, da schon. Aber auf hartem Boden dann nicht, das meiden. Gut, dann möchte ich Ihnen herzlich danken für diese interessanten Fragen und wir machen nun eine Pause. Behalten Sie die Masken an, Sie können auch hinausgehen einen kurzen Moment und dann werden wir zum zweiten Teil, zum Glad, übergehen. Glad bedeutet auf Englisch, wir sind froh und das heißt, wir leben froh mit der Arthrose. Man könnte das vielleicht so übersetzen, aber mehr dann nach der Pause. Herzlichen Dank. Thank you.
So. Ich glaube, wir starten zur zweiten Hälfte dieser Fortbildung. Und ich freue mich, Ihnen Frau Professor Karin Niedermann vorstellen zu dürfen. Nun, ich habe Karin schon kennengelernt, als ich 1989 auf die Rheumaklinik als Assistenzarzt, dann als Oberarzt meine Tätigkeit verlegen konnte. Und Karin war dort auch als Physiotherapeutin tätig. Und aus diesem Umstand können Sie ermessen, wie groß Ihre Erfahrung in diesem Bereich ist. Nun, der weitere Werdegang von Karin. Sie hat dann den Master of Public Health absolviert, das war 2000. Sie hat dann an der Universität Maastricht dissertiert, hat dort ihren PhD gemacht mit Joint Protection Education, also da ging es um Gelenkschutz, ein wichtiges Thema. Sie hat dann ihre Kenntnisse in Didaktik vervollständigt und hat 2010 das abgeschlossen und ist nun seit 2011 Professorin an der ZHAW. Sie hat dort einerseits die Studiengangsleitung für den Master of Advanced Science in Physiotherapie inne und ist auch zuständig für die Physiotherapieforschung, und zwar international vernetzt. Ich habe da geschaut, was sie alles publiziert hat. Ich will Ihnen gar nicht diese Publikationsliste zeigen oder erwähnen im Detail. Das würde dann schon ein abendfüllendes Programm sein. Aber sie hat eigentlich mit Exercise, also kardiovaskulär, aber auch spezifisch physiotherapeutisch sich befasst, vertieft, mit eben Rheumatoider Arthritis, auch in diesem Kontext, mit Spondylitis ankylosans. Gelenkschutz habe ich schon erwähnt, aber auch bei Verletzungen an den unteren Extremitäten war sie aktiv, bei Arthrose, beim Karpaltunnelsyndrom auch und bei chronischen Rückenschmerzen. Das ist jetzt nicht vollständig. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich nicht alles erwähne. Aber erwähnen möchte ich noch, dass sie eben auch im Rahmen der Europäischen League Against Rheumatism, also des EULARs, 2016 bis 2018 die Co-Leitung des Projektes Bewegungsempfehlungen für Patienten mit entzündlichem Rheuma und Hüft- oder Kniearthrose innehatte. Und nun eben, jetzt wird es ganz froh, glad, das heißt ja ein gutes Leben mit Arthrose, ich habe es jetzt extra deutsch genommen, passt eigentlich fast besser als die englische Abkürzung. Und das D würde für Dänemark sprechen oder stehen, aber wir sind ja natürlich hier in Schaffhausen oder in der Schweiz und dann müssen wir halt Glass oder Glack mit einem C sagen, aber ich bin gespannt auf deine Ausführungen, Karin. Vielen Dank, lieber Thomas, für die freundliche Einführung. Und auch danke meinen beiden Vorrednern, die das Feld wunderbar vorbereitet haben für meinen Teil. Liebe Anwesende hier im Saal und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause am Bildschirm, ich freue mich sehr, Ihnen jetzt dieses Konzept GLAD näher zu bringen. Ich möchte Sie aber zuerst gerade bitten, ich habe gesehen, es sind nicht alle aufgestanden in der Pause. Stehen Sie mal dreimal auf und setzen Sie sich wieder. Jetzt haben Sie nämlich Ihrem Knieknorpel gerade Gutes getan. Ihr Knieknorpel ist, können Sie sich vorstellen, ist wie ein Schwamm. Der braucht Druck und wieder Entlastung. Und so kann er sich eigentlich, so ernährt sich der Knorpel. Also eine gewisse Belastung für den Knorpel, für die Gelenke ist gut für den Knochen und eben den Knorpel. Gut, das sind so die Themen, durch die ich Sie jetzt führen werde. Ich werde natürlich über Bewegung und Training, in Englisch ist das Exercise, sprechen. Das ist wirklich mein Lieblingsthema und wir haben ja auch vorhin gehört, Exercise is Medicine. Bewegung ist Medizin. Und es ist eine der stärksten
Medizinen, die es gibt. Und das sollten wir nicht vergessen, auch bei allen anderen Möglichkeiten, die es in der Medizin auch noch gibt. Und daneben möchte ich Ihnen dieses Gerät besser vorstellen. Ich bin Physiotherapeutin und ich springe da gerade mitten rein. Bewegung ist gut, Bewegung ist gesund, das haben Sie jetzt schon öfter gehört. Und Menschen, die sich bewegen, die sind fitter vom Ausdauer-, Herz-Kreislauf-System. Sie haben weniger Beschwerden, insbesondere Schmerzen, aber auch zum Beispiel Bluthochdruck, zum Beispiel meistens weniger Übergewicht, damit verbundene Probleme wie zum Beispiel Diabetes. Sie sind dann eben insgesamt aktiver und mobiler. Sie bewältigen ihren Alltag leichter, fühlen sich auch auf die Psyche, hat Bewegung einen großen Einfluss. Und insgesamt geht es da schlussendlich um Lebensqualität. Das haben Sie auch schon ein bisschen gehört. Die Bewegungsempfehlungen, die gibt es, sind international gültige Empfehlungen, die hat man ursprünglich für Gesunde gemacht und merkt jetzt, das ist genauso gültig für Patienten, sei es mit Arthrose, sei es mit Diabetes, sei es mit Herz-Kreislauf-Problemen. Und zwar lauten die internationalen Bewegungsempfehlungen, also das Minimale, was Sie tun sollten, ist 150 Minuten in der Woche sich bewegen. Und Sie werden staunen, ein Drittel der Schweizer Bevölkerung erreicht das nicht. Also das ist etwa eine halbe Stunde im Tag. Zu Fuß gehen, Treppen steigen, haushalten, putzen, gärtnern, all solche Alltagsaktivitäten. Und Sie sehen diese Kurve hier, der Nutzen für die Gesundheit, der nimmt zu. Je mehr Sie machen, desto mehr Nutzen haben Sie. Und die gute Botschaft ist, auch wenn Sie hier beginnen, Sie haben sofort einen Nutzen. Natürlich, wenn Sie schon fit sind, dann müssen Sie immer noch mehr tun, um noch ein bisschen mehr zu profitieren. Aber dann sind Sie hier ja sowieso in einer anderen Liga. Aber im Normalfall hat jede Bewegungsaktivität hat eben einen Gesundheitsnutzen. Das haben Sie auch schon vorher gehört. Auf den Bewegungsapparat, auf das Herz-Kreislauf-System und so weiter. Ein wichtiges Thema heutzutage ist die Inaktivität. Überlegen Sie sich einmal, wie viel Zeit im Tag Sie sitzend verbringen. Und das sind Stunden, das ist vielleicht ein Drittel, ein Viertel des Tages mindestens oft. Und dieser Satz, Sitzen ist das neue Rauchen, den sollten Sie sich auch merken. Wir wissen alle, wie schädlich das Rauchen ist, aber Sitzen ist etwa gleich schädlich. Also bewegen Sie sich. Jetzt unterscheidet man zwischen körperlicher Aktivität einerseits, und das ist eben das, was ich vorhin sagte, Alltagsaktivität, mobil sein, zu Fuß gehen, Treppen steigen, nicht den Lift benutzen, nicht immer das Auto nehmen, sondern zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad. Und dann gibt es Übungen. Das ist dann eine quasi Untereinheit von körperlicher Aktivität. Und es ist nicht ganz dasselbe. Aber jetzt für Arthrose gedacht, und jetzt spreche ich jetzt von Arthrose, ist beides wichtig. Also die Alltagsaktivität ist wichtig, aber eben auch spezifische Übungen. Kraft, Ausdauer, Herz-Kreislauf-System und auch neuromuskuläre Übungen, also eine gute Steuerung im Gelenk. Wie wirken Übungen bei Arthrose? Sie haben das jetzt fast selbst schon erfahren. Der Knorpel, der braucht Belastung und Entlastung, um gesund zu bleiben. Sie tun ihm Gutes, wenn sie ihr Gewicht oder auch mit Übungen eben das Gelenk, den Knorpel belasten. Die Beweglichkeit, Gelenksbeweglichkeit verbessert sich, die Stabilität des Gelenks verbessert sich
Und dann können Sie sich eben allgemein auch besser bewegen. Dann werden Sie auch wieder mit weniger Beschwerden den Alltag verbringen können. Und was nicht unwesentlich ist, wenn Sie erleben, dass es besser geht, das ist wie ein Engelskreis. Wenn Sie sich bewegen, dann geht es ein bisschen besser, Sie bewegen weiter, es geht noch besser. Und das gibt Ihnen auch Vertrauen, dass Ihr Knie das eben kann. Jetzt nochmals die Belastung auf den Knorpel. Zu wenig, das heißt sitzen, das ist nicht gut, da tun Sie Ihrem Knorpel nichts Gutes. Also einfach nur schonen, wenn Sie eine Arthrose haben, da tun Sie nichts Gutes. Eine gewisse Belastung ist wichtig und richtig. Und da kann es natürlich zu viel sein, dann ist es wieder schädlich. Und das werde ich Ihnen nachher etwas erklären. Der Navigator dafür ist eigentlich Ihr Schmerz. Das ist eine ganz wichtige Aussage, Übungstherapie, gezielte Übungen, das ist die beste nicht-operative Schmerztherapie. Diese Erkenntnis basiert auf Dutzenden von, oder ich sage jetzt auf Hunderten von Einzelstudien, die eben den Effekt von Exercise-Übungen auf Schmerzen im Knie untersucht haben. Und dann auch auf Dutzenden von Übersichtsarbeiten, die die Einzelstudien zusammengefasst haben und geschaut haben, stimmt das denn auch, wenn man ganz viele Studien zusammenpackt? Das kann man dann auch rechnen. Und die Übungstherapie bewirkt mehr Schmerzreduktion als Paracetamol, das ist, Sie sehen da fast ein bisschen wirkungslos. Viel besser sind, wenn schon die nicht steroidalen Antirheumatika, die haben auch eine doch recht gute Wirkung. Diclofenac ist so das Mittel der Wahl hier. Gewichtsreduktion, das haben wir auch schon gehört, ist auch ein wichtiger Beitrag. Aber eben das der wichtigste Beitrag leistet Bewegung respektive Training. Aufgrund dieser Erkenntnisse und was ja dann weniger Schmerz heißt ja dann, Sie bewegen sich besser, Sie können sicherer gehen, Sie können länger gehen, Sie können den Alltag wieder besser bewältigen. Es hatte dann ganz viele positive Folgen. Und aufgrund dieser eindeutigen Erkenntnisse haben dann die OASI, das ist die Osteoarthritis Research Society International, das ist die Organisation, die sich mit Arthrose beschäftigt, EULA, haben wir gehört, die Europäische Rheumaliga sozusagen, oder das US-Pendant, die ACR, American College of Rheumatology, die haben alle, Sie sehen das vielleicht hier unten, so um 2012, 13, 14 haben die klinische Leitlinien verfasst, um eben zu sagen, was soll gemacht werden, eben auf Basis der Erkenntnisse, die man hat. Und die Empfehlung ist patientenzentrierte, individualisiertes, multidisziplinäres, nicht operatives Management. Das ist die Intervention der Wahl. Das heißt Patientenschulung, Übungen, Lebensstiländerung und eben die Gewichtskontrolle, auch Reduktion, wenn nötig. Schon ein paar wenige Kilo Reduktion haben einen Effekt auf Schmerzen. Dann Sachen, die wir auch schon diskutiert haben oder gehört haben heute Abend, Hilfsmittel, Einlagen, Schienen, kann unterstützend helfen. Medikamente korrekt dosiert, wenn möglich nicht über lange Zeit wegen der Nebenwirkungen. Und dann gibt es eben noch ganz viele andere, auch neue Sachen, Eigenblut, Hyaluronsäureinjektion, Knorpelaufbaupräparate, die sind nicht
alle empfohlen, weil die Wirksamkeit ist noch nicht wirklich gut belegt. Aber als Ergänzung kann man es ja probieren, wenn eben die Hauptempfehlung nicht funktioniert. Und das ist hier aufgezeichnet. Das ist eigentlich das wichtigste Bild von heute Abend oder von meinem Referat. Diese Pyramide, die sollten Sie sich gut merken. Zu unterst ist eben Patientenschulung, Training und Gewichtsreduktion. Und wir sprechen hier von Knie- und Hüftarthrose. Wenn Sie erste Symptome haben, und die ersten Symptome sind Schmerzen und Funktionseinschränkungen. Wenn Sie davon genug haben, dann gehen Sie zum Arzt. Das muss aber noch lange, das ist wahrscheinlich in einem früheren Stadium. Sie gehen wahrscheinlich nicht erst in, was wir gesehen haben, Stadium 3 oder 4 zum Arzt, sondern vielleicht schon Stadium 1 oder 2. Man sieht dann auch noch nicht unbedingt viel im Röntgenbild. Ein Arzt kann eine Arthrose diagnostizieren ohne Röntgenbild. Und er kann dann sagen, ja, jetzt wäre der Moment eben für ein Training und diese Schulung. Wenn Sie bei so Ihrem ersten Auftreten von Symptomen nicht das kriegen, dann kriegen Sie eigentlich nicht die beste Therapie. Eigentlich muss man dann eben bewegen, trainieren, und dann haben Sie eine hohe Chance, dass sich die Symptome wirklich verbessern. Darum steht das hier so: Basisbehandlung, alle Patienten. Dann ergänzend, oder wenn das zu wenig wirkt, kann man natürlich oder muss man unterstützen mit Medikamenten, zum Beispiel Einlagen, Schienen oder eben weiteren physiotherapeutischen Behandlungen, Schmerzpunkte behandeln oder sonstige Strukturen behandeln. Das brauchen dann aber nicht alle, weil eben für viele schon das Training und die Schulung reicht. Und wenn das alles nichts bringt, dann ist dann die nächste Option eben eine operative Intervention. Das sollte aber nie die erste Intervention sein, die Sie kriegen. Vorher sollte man den grünen Teil und allenfalls den orangen ausschöpfen. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig mit den Chirurgen. Und es gibt auch zunehmend Erkenntnisse, je besserem Zustand Sie schlussendlich zur Operation gehen, desto besser kann auch das Ergebnis sein. So, das heißt, better in, better out. Und eben hier sind Sie wahrscheinlich in einem frühen Stadium, Stadium 1, 2, aber auch mit 3 oder vielleicht, es kommen auch jetzt Patienten in Gläd, bei denen eine Operation schon geplant ist. Es ist ein Versuch wert. Aber natürlich, hier sind Sie in einem späten Stadium. Wenn bis hier nichts passiert und nur das, dann ist es vielleicht dann wirklich zu spät. Das haben wir auch schon gehört. Ein Kniegelenksersatz ist eine hochwirksame Therapie. 80% haben Erfolg, haben weniger Schmerzen, eine gute Funktion nachher. Aber eben etwa 20% der Knieoperierten und etwa 10% der Hüftoperierten haben keine wirkliche Schmerzlinderung und sind nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Und das ist doch ein Grund, eben zu sagen, versuchen wir doch zuerst das andere und dann, wenn es nicht mehr anders geht, dann die Operation. 20% tönt ja nicht so nach viel, aber wenn Ihr Auto von 10-mal, 2-mal nicht anspringt, ist das doch relativ viel. Die Schweiz ist hier zu oberst in der Liste. Sie ist Spitzenreiter in den Knie- und Hüftgelenksersatzoperationen. Da können wir jetzt auch lange darüber diskutieren, warum. Wahrscheinlich auch, weil wir einfach eine gute, sehr gute Versorgung haben in unserem Land.
Natürlich hat es auch mit der älter werdenden Bevölkerung zu tun und so weiter. Wir liegen aber, wie Sie sehen, der rote Strich, das ist der OECD-Durchschnitt, der europäische Durchschnitt, da liegen wir schon deutlich darüber. Und das trotz der starken Evidenz eben für Exercise. Und da sind wir in guter Gesellschaft, unter anderem ist auch hier Dänemark. Und das war jetzt, und jetzt komme ich zu GLAD, was im Original heißt Good Life with Osteoarthritis in Denmark. Das war für hier Professor Eva Roos. Sie ist auch Physiotherapeutin und eine renommierte Arthroseforscherin. Sie war auch beteiligt an der Entwicklung dieser klinischen Guidelines von OASI. Und sie hat mal mir die Geschichte erzählt, ebenso von GLAD, von der GLAD-Entwicklung, hat gesagt, ich war so frustriert, ich wusste, was die Empfehlungen sind, aber eben, es hatte eigentlich überhaupt keine Konsequenz in der Praxis. Das war für sie der Moment, eben ein strukturiertes Programm zu entwickeln. Ja, vielleicht muss ich hier noch sagen, dieses R hier oben, das wirft oft Fragen aus. Auf dieses R steht für Registrierung und Qualitätskontrolle. Es hat keine kommerziellen Ziele, dieses Programm. Es wurde an der Southern University of Denmark entwickelt, also es wird auch jetzt immer noch an der Universität geführt. So von dem her, es ist da kein Gewinnstreben dahinter. Sie hat diese Empfehlungen in ein Programm, in ein strukturiertes Paket verpackt, standardisiert, aber eben individualisiert. Das heißt, eigentlich kriegen alle das Gleiche, aber eben mit individuellen Anpassungen. Und das Ziel war, alle Personen mit Symptomen von Hüft- und Kniearthrose sollen eben zuerst Education, Patientenschulung und Übungstherapie erhalten, so wie es eben die Guidelines, die klinischen Leitlinien sagen. Und die chirurgischen Eingriffe dann, wenn die konservativen Behandlungen nichts mehr bringen. GLAD besteht aus drei zwingenden Elementen. Einerseits werden die Therapeuten geschult, und zwar damit sie eben dieses Konzept, diese Idee dahinter gut verstehen. Dann eben die Kurse für die Patientinnen. Und das Dritte und eigentlich etwas sehr Wichtiges, dass eben die Daten, die Tests, die Fragebogen, die zu Beginn und dann nach der Therapie und dann ein Jahr später erhoben werden, die werden alle in einem Register abgelegt. Und das ist eine wichtige Qualitätskontrolle für das Programm. Es ist keine Studie, man muss nicht mehr beweisen, dass es wirkt. Man weiß es, aber man will natürlich schauen, jetzt ist sozusagen der Praxistest. Funktioniert es wirklich einfach mit allen Patienten, nicht so selektioniert wie in Studien. Das habe ich schon gesagt, standardisiertes Programm, gleichzeitig aber eben eine kontinuierliche, individuelle Anpassung, insbesondere an die Schmerzen, auch an die Reaktionen. Schmerz kann eben auch ein Hinweis sein, es war etwas zu viel oder es mag noch etwas mehr leiden und an die Bewegungsqualität, also wie kann die Übung ausgeführt werden. Und ein wichtiges Ziel von GLAD ist auch, dass die Patienten, Patientinnen lernen, diese Justierung selber zu machen. Also gut verstehen, jetzt habe ich wahrscheinlich ein bisschen viel gemacht, jetzt heute reduziere ich ein bisschen, aber eben auch keine Angst haben zu trainieren. Die Ergebnisse von GLAD sind eindrücklich, also eben aus diesem Monitoring sieht man das, das sind jetzt die Zahlen von Dänemark im Jahresbericht von 2018, also da sind die Zahlen drin von 2013 bis 2018. Dänemark hat etwa 40.000
Teilnehmende im Register unterdessen. Und Sie sehen, das sind eindrückliche, das sind eindrückliche Zahlen für Knie- und Hüftbetroffene. Hier geht es um die Schmerzen, -27, -23%. Das ist so das, was wir in den Studien etwa dort gesehen haben. Weniger Medikamente, bessere Gehgeschwindigkeit. Gehgeschwindigkeit ist ein Ausdruck der Funktion des Knies. Wenn Sie schneller wieder gehen können, wenn es im Knie besser geht, können Sie auch wieder etwas schneller gehen. Und schlussendlich auch die Lebensqualität. Und das Spannende ist, dass diese, insbesondere jetzt Schmerz, das ist nach einem Jahr auf dem gleichen Niveau. Und das sieht man relativ selten. Oft sind bei therapeutischen, physiotherapeutischen Interventionen ist der Effekt da nach 3 Monaten und nimmt dann schön langsam ab. Nach einem Jahr sieht man oft nichts mehr. Und das hier ist eigentlich phänomenal. Wir erklären uns das, oder auch die Dänen erklären sich das damit, dass eben durch weniger Schmerzen die Patienten wieder alltagsaktiver sein können und sich einfach auch wirklich wieder mehr bewegen. Und das ist dann wieder dieser Engelskreis, von dem ich Ihnen gesagt habe. Auch die Lebensqualität, die ist sogar hier höher, 19-20%, als hier nach 3 Monaten. Und, was auch wichtig ist, die Arbeitsausfälle, Arbeitsunfähigkeit wegen der Arthrose, die nehmen auch deutlich ab. Und das ist jetzt doch eine Basis von sehr vielen Patienten. Dänemark hat auch mal klein angefangen, 2013, und eben wird jetzt im ganzen Land angeboten und pro Jahr kommen etwa 10.000 neue Patienten dazu und insgesamt gibt es etwa 400 Glädpraxen, die dieses Programm anbieten. Dieser Erfolg war dann natürlich auch Motivation, international zu gehen. Zuerst nach Kanada, dann Australien, China. In China sind es interessanterweise Orthopäden, die das Programm anbieten und durchführen, weil es keine Physiotherapeuten gibt. Dann wir 2019, auch Neuseeland und jetzt gerade neu hat Österreich und eine große Region in den Niederlanden damit begonnen. Ja, und dann kommen wir jetzt zu diesem GLAAD Schweiz. Wir können den Namen natürlich nicht ändern. Und wo GLAAD draufsteht, soll auch GLAAD drin sein. Darauf legt natürlich auch die dänische Gruppe großen Wert, dass das jetzt wirklich international überall das Gleiche ist. Wir hatten aus verschiedenen Gründen ein Treffen mit Eva Roos in Bern im November vor zwei Jahren ziemlich genau, weil auch das Fernsehen wollte einen Beitrag machen über Kniearthrose und kam dann und hat mit Eva Roos ein Interview geführt und wir wussten dann, wenn dieses Thema im Fernsehen kommt, dann müssen wir eigentlich bereit sein mit einem Angebot. Und das war dann auch so, also nach dieser Sendung kriegten wir wirklich hunderte von Patientenanfragen, ich möchte dieses Programm machen und auch ganz viele Physiotherapeuten, die gesagt haben, ich will da mitmachen, ich will dieses Programm auch anbieten. Wir haben eine Interessengemeinschaft gebildet, also alle Hochschulen in allen Sprachregionen sind beteiligt. Dann der SWOMP, das ist der Verband der muskuloskeletalen Physiotherapeuten, Sportphysiotherapieverband und die Rheumaliga Schweiz. Wir haben auch die Unterstützung der SKYM, das ist die Hausärztevereinigung der Gesellschaft für Rheumatologie und von Swiss Orthopedics. Also eigentlich die wichtigen 3 Ärztefachgesellschaften unterstützen GLAAD. Ganz neu auch noch die Rehabilitationsmediziner. Und wir haben vom Bundesamt für Gesundheit und der Gesundheitsförderung Schweiz, das ist eine Stiftung, im letzten Jahr einen größeren Geldbetrag gekriegt, um über die nächsten 4 Jahre
dieses Programm in der Schweiz zu implementieren. Eben, wir haben letztes Jahr begonnen. Wir haben dann 3 oder 4 Kurse durchgeführt. Es gab dann eben großes Interesse seitens der Physiotherapeuten, aber auch schon der Patienten in allen Sprachregionen. Jetzt dieses Jahr, Anfangjahr und jetzt wieder, sind es dann ungefähr 200 weitere Therapeuten, die geschult sind. Und natürlich ist uns Corona ziemlich schwer auch in die Quere gekommen. Im März sind viele Kurse gelaufen, die stoppen mussten oder gerade noch fertig werden konnten, aber dann konnte man lange nichts starten. Jetzt nach dem Sommer wieder und Glückliche sind jetzt gerade wieder fertig und jetzt ist es wahrscheinlich wieder etwas schwieriger. Und Sie sehen, es waren dann immerhin über 1000 Patienten, die schon wieder teilgenommen haben. Eben schade, war jetzt Corona da und hat uns da ein Bein gestellt. Wie läuft GLAAD ab? Wenn Sie mit einer GLAAD-Verordnung kommen, und wir bitten auch die Ärzte, GLAAD zu verordnen, einfach das GLAAD-Programm zu verordnen, dann sind das, und Sie gehen dann eben zu einer dieser zertifizierten Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, dann haben Sie zuerst 3 Einzelsitzungen. Dort kriegen Sie natürlich Informationen, Sie werden befragt, eine Anamnese, man macht Tests mit Ihnen, Sie füllen Fragebogen aus und Sie werden in den Übungen instruiert. Nach diesen 3 Einzelsitzungen, dann gehen Sie dann eben in diese Gruppensitzungen, in die Trainingsgruppen eigentlich. Nein, Entschuldigung, ich sage es falsch. Da gehen Sie zuerst in 2 Gruppensitzungen, ich glaube, das dauert etwa 1 Stunde, Schulung. Dort, es kommt gerade, und dann eben dann 12 Einheiten Training und dann am Schluss noch eine letzte Einzelsitzung, wo nochmals die Tests durchgeführt werden, ein Abschlussgespräch und man schaut dann auch, was unterstützt Sie jetzt auf diesem Weg weiter, weitere Angebote und so weiter. Genau, da werden verschiedene Tests gemacht, das sind 2 Tests und ein paar Fragebogen. Und diese Daten kommen dann eben in dieses Register. Und darauf können wir dann eben sagen, ja, die Gehgeschwindigkeit zum Beispiel verändert sich oder eben diese Schmerzen, Alltagsaktivitäten, Lebensqualität verändern sich. Ich habe schon einmal so in Klammer gesagt, GLAAD ist keine Studie, sondern es ist ein Qualitätssicherungsprojekt. Das heißt, es braucht keine Einwilligung der Ethikkommission. Diese Frage kommt ganz oft von Patienten oder vor allem von Ärzten, weil wir eben die Daten erfassen. Aber das machen wir wirklich für die Qualitätssicherung. Patienten kriegen aber eine sogenannte Information, die sie unterschreiben können. Das kennen Sie vielleicht von Spitälern. Da gibt man Patienten routinemäßig einen sogenannten Generalkonsent auch ab, damit man die Daten allenfalls später für Forschung brauchen darf. Aber das ist eigentlich die Nebengeschichte. GLAAD selber braucht keine Ethikbewilligung. In den Patientenschulungen, da eben wird besprochen, was ist eine Arthrose, was sind die Risikofaktoren, was sind die Symptome, was gibt es alles für Behandlungsmöglichkeiten und dann eben, was ist die Idee von GLAAD, diese Hilfe zum Selbstmanagement. Sie kriegen auch Handouts, also eine kleine Broschüre, wo Sie das alles immer wieder nachlesen können. Und dann das Übungsprogramm, auch da haben Patienten selber eine Broschüre, wo alle Übungen drin sind. Das ist dann eben in der Gruppe das Training. Sie machen dann individuell ihre Übungen, die Therapeutin zirkuliert, kommt, unterstützt, korrigiert und so weiter. Und was eben wichtig ist, ist auch dieser
Zusammenhalt in der Gruppe, das ist nicht zu unterschätzen, diese gegenseitige Unterstützung und Motivation. Oder man sieht beim Nachbarn, oh, der hat das gleiche Problem wie ich und der macht das so und so, ja, da kann ich das doch auch. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor von Gruppentherapien. Genau, und dann gibt es so diese verschiedenen Bereiche, der Rumpf wird trainiert, die Beinachse, die Beinkraft und eben mit alltagsbezogenen Übungen. Das ist jetzt so ein Bild aus dieser Broschüre. Das haben die Patienten immer selber bei sich und sie selber füllen aus, wie viele, das Training findet zweimal in der Woche statt, wie viele Repetitionen habe ich gemacht, das trägt man dann hier ein und auch auf welchem Niveau. Sie sehen hier Niveau 1, 2, 3, 4 und Sie sehen die Steigerung. Hier hochheben, hier mit weniger Unterstützung beim Bein, hier mit abwechselnd abheben und hier noch keine Unterstützung bei den Armen. Und das sind zum Teil also ganz saftige Übungen, wo auch die Therapeuten, wenn wir das in den Kursen mit ihnen machen, nicht ganz, auch ein bisschen herausgefordert sind. Und man schaut eben, auf welchem Niveau ist es richtig für die betroffene Person. Das ist ein zweites Beispiel, da geht es jetzt um die Beinachse und um das Training der Beinmuskulatur. Dann ist es auch wichtig, die Patienten führen eine Art Übungstagebuch. Und das ist eben der Schmerz als Navigator. An guten Tagen kann man etwas intensiver üben und an schlechteren Tagen eben etwas weniger. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt während dem Programm, dass die Teilnehmenden lernen, sich selber zu justieren und nicht immer die Therapeutin ihnen sagt, ja, jetzt mach ein bisschen weniger, mach ein bisschen mehr. Dass man das wirklich auch selber lernt, dieses Wahrnehmen und auch dieses Einschätzen und dann wissen, wie kann man selber die Anpassungen machen. Schmerz an und für sich ist keine Kontraindikation. Wir erleben jetzt in Gruppen ganz oft, dass die Leute mit Schmerzen kommen, ein paar Wochen trainieren und dann sagen, die Schmerzen nehmen ab. Und, oder eben es sogar, manchmal sagen sie, ach, es ist immer gleich. Und wenn man im Tagebuch schaut, dann sieht man eben, dass der Schmerz wirklich weniger wird. Der Schmerz darf während den Übungen auch ein bisschen zunehmen, aber er soll dann innerhalb 48 Stunden wieder mindestens auf das Anfangsniveau zurückgehen. Und er soll natürlich nicht unerträglich stark zunehmen. Aber dafür ist eben dann die Justierung oder das Gespräch mit den Therapeuten wichtig. Auch wenn Sie mal mit viel Schmerzen kommen, dann ist es eben die Kunst, so viel oder so wenig zu machen, dass eben trotzdem noch etwas möglich ist. Und es ist möglich und es ist dann eben auch wieder dieser Engelskreis. Jetzt haben wir erst ganz wenige Daten. Sie haben gesehen, wir haben 2019 angefangen, mehrheitlich natürlich so nach den Sommerferien. Also es gab viele Kurse ebenso im Spätsommer, Herbst. Und als wir den ersten Jahresbericht geschrieben haben, hatten 157 Patienten, also ich glaube etwa 350 waren eingeschlossen und etwa die Hälfte hatte das Programm schon abgeschlossen. Und Sie sehen aber von der Größenordnung her, also eine deutliche Schmerzreduktion bei Kniearthrose, 35%, das ist ein Drittel, etwas weniger bei Hüftarthrose, das ist, sagen wir jetzt, in der Größenordnung der dänischen Zahlen, auch Reduktion bei Schmerzmittelkonsum, auch wenn etwas weniger hier, eine verbesserte Gehgeschwindigkeit, also ein Fortschritt für die Funktion des Knies und auch eine stark verbesserte Lebensqualität. Natürlich, das sind kleine Zahlen und das ist noch nicht so eine stabile Angaben. Da können jetzt alles super gute Patienten dabei gewesen sein, aber vielleicht auch schon ein paar schlechtere, das wissen wir nicht, aber
die Entwicklung oder die Ergebnisse gehen eigentlich in die gleiche Richtung. Und das war für uns sehr ermutigend zu sehen, doch, es funktioniert auch bei uns. Ja gut, dann bin ich eigentlich fast am Ende. Jetzt kommen meine Kolleginnen, zwei Physiotherapeutinnen, die schon viel Erfahrung haben, mit Gleitgruppen durchzuführen. Frau Miriam Molter und Frau Evi Kopitz. Und sie werden Ihnen jetzt eine Kostprobe geben, wie das so funktioniert. Machst du selber? Ja, ja. Ich möchte mich noch selber schnell vorstellen. Ich bin Miriam Molter, bin seit 1996 Physiotherapeutin, bin hauptsächlich hier im Rajat tätig, bin also selbstständig seit 2013 im Thayingen und auch in Lohn, also weniger in der Stadt, einfach sehr ländlich orientiert, habe bei der Rheumaliga immer wieder mal als Gruppeninstruktorin gearbeitet, weil die Praxis voll ist, bin ich nur noch bei der Rheumaliga aushilfsweise, spring mal ein und habe immer viel Erfahrung dann auch mit anderen Fitnessgruppen, Sportgruppen und alles Mögliche. So. Ja, hallo, grüezi miteinander. Ich bin Evelyn Kopratz, bin im Zenit in Schaffhausen tätig als Physiotherapeutin, habe meine Ausbildung 1982 gemacht und versuche seit 35 Jahren, wie unser Vorredner gesagt hat, das Leben meiner Patienten zu verlängern durch Bewegung. Und wir möchten Sie herzlich einladen, ein paar Sachen jetzt im Anschluss zusammen mit uns durchzuführen. Miriam, hey, schau doch mal. Ich glaube, wir haben hier ein paar Patienten unter uns. Ich glaube es auch. Oh, wir müssen noch mal kurz anfangen. Stellen Sie sich doch bitte mal hin. Und zwar wollen wir in einer guten, funktionellen Achse uns bewegen. Und woher weiß ich, wie ich die finde? An alle Anwesenden, wir palpieren, tasten mal unseren Knochen hier vorne. Für die Ärzte unter Sie, SIAS, also Spina Iliaca Anterior Superior. Das ist unsere Hüft- und Beinbreite. Und in dieser Breite fällen wir ein Lot nach unten. Und unter diesen, ich nenne die manchmal Scheinwerfer, weil sie eigentlich auch immer nach vorn gerichtet sein sollen, in dieser Breite sollten auch die Knie stehen. Und vielleicht schauen Sie jetzt nochmal, wenn Sie sich hinsetzen, ob das besser geht in dieser funktionellen Achse. Also, auf geht's. Ja, das sieht doch viel besser aus. Super, super. Okay, was meinst du? Ich denke, wir gehen zur nächsten Übung. Okay. Möchtest du das Theraband? Ja. Also Evi zeigt jetzt was für die Oberschenkelmuskulatur. Dafür wickelt sie sich das Theraband um den Fuß. Das Theraband kann sie entweder für die leichtere Variante in den Händen halten. Für eine schwierigere Variante könnte sie das Theraband unten am Stuhlbein festmachen.
Das wird dann auch wieder individuell angepasst. So machen alle Teilnehmer die gleiche Übung auf ihrem eigenen Niveau. Auch noch möglich ist, eine andere Farbe des Therabandes zu wählen, also eine dunklere Farbe, dann würde es strenger gehen. Und so können wir das anpassen. Das heißt, das wäre dann ein grünes oder sogar ein blaues Theraband. Ist jetzt schwierig hier zu machen, denn wir haben keine Therabänder für Sie alle und würden dann noch zu einer nächsten Übung gehen. Ich denke mal, Miriam zeigt uns den Slide, vielleicht rückwärts. Für den Slide gibt es solche Pads. Wenn Sie das jetzt zu Hause mitmachen, also ich hoffe, ihr habt alle auch zu Hause diese Übung mit dem Aufstehen, Hinsetzen gemacht. Jetzt bräuchten wir vielleicht die Küche, das Bad, wo ein rutschiger Untergrund ist. Wir haben solche Pads in der Physiotherapie, aber meine Patienten nehmen da gerne einen Wischmopp oder etwas an selbst gestrickten Wintersocken, die also gut auf dem Boden gleiten. Die erste Stufe, also Niveau 1, wir wollen noch mal betonen, dass die Übungen dem Patienten angepasst werden. Welche Stufe sie erreichen, legen wir in den ersten 3 Sitzungen fest. Und die Stufe 1 wäre also leichtes Festhalten und langsam in die Hüftstreckung nach hinten führen. Auch die Wiederholungsanzahl wird dann festgelegt, ob 6, 8 oder 10 Wiederholungen. Und wir werden immer 2 Sätze zu Beginn durchführen. Das sieht sehr gut aus. Jawohl, ruhig schön nach vorne schauen. Wir korrigieren Sie dabei. Und man sieht jetzt, dass Miriam natürlich standfest ist in ihrem Beruf und hier also den Slide auch ohne Festhalten nach hinten führen kann. Aber jetzt wollen wir Sie doch mal ein bisschen herausfordern. Wie sieht es aus? Was meinst du? Die nächste Stufe? Jo. Die nächste Stufe, da wird das Bein instabil gemacht, was also eine größere Herausforderung ist. Sie braucht viel mehr Spannung im Rumpf. Wir haben ja vorhin gehört, dass unsere Übungen mit der Rumpfstabilität anfangen. Und ja, sie meistert das gut. Ich muss mal gucken, ob das geschulte Therapeutenauge auch die gute Achse sieht und das Knie hinter der Fußspitze bleibt. Super macht sie das. Schön noch nach vorne schauen. Super. Also ich denke, wir können sehr zufrieden sein und geben ihr erstmal einen Applaus. Treppe? Treppe? Hast du einen Step? Ja, dann hol's mal schnell. So, jetzt darf Evi noch ran. Du darfst mit einem Fuß auf der Step draufstehen und mit dem anderen immer schön drüber steigen und wieder zurück. Genau. Geh doch gerade rüber. Als nächste Steigerung könnt ihr sie gerade über den Step drüber und wieder zurück. Da wird es dann zum Teil schon sehr, sehr, sehr wackelig. Ich dachte an das. Genau, genau, und das dachte ich, genau. Da wird es dann schon relativ, genau, relativ schwierig, für viele Teilnehmer hier sehr schwierig, überhaupt hier die Beinachse zu halten. Da sehen wir dann als Therapeuten ganz häufig X-Beine, weil die Kraft fehlt. Da muss man schon als Therapeut ganz genau hinschauen und braucht auch viel Erfahrung als Therapeut und Patient. Aber weil es absolut alltäglich ist, weil jeder von uns geht hoffentlich die Treppe, wenn es den Lift nicht gibt oder der Lift abgestellt ist. Und auch hier achten Sie wieder auf Ihre Achse. Und wenn das nicht geht, dann wählen Sie 2 Bücher aus und wir schauen, ob die Übung auf dem Lexikon geht. Das sind so diese Alltagssachen, die sehr, sehr wichtig für uns sind.
Was meinst du? Ich glaube, wir lassen die ein bisschen neugierig noch, dass die in unsere Gruppen kommen. Genau. Okay. Ich denke mal, das reicht erstmal als kleiner Einblick. Ich glaube, Sie haben einen Eindruck bekommen. Wir freuen uns, wenn Sie sich an uns wenden, wenn es Probleme gibt mit den Gelenken, mit Arthrose. Und auch wir freuen uns über Zuweisungen von Ärzten und freuen uns weiterhin, dieses Programm in der Schweiz weiterhin zu etablieren und voranzutreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund oder auch werden Sie gesund für die, die zu Hause zuschauen. Und herzlichen Dank. Ich möchte Karin Niedermann und Miriam Olter und Evelyn Koppatz ganz herzlich danken. Jetzt gibt es vielleicht noch Fragen von Ihrer Seite an diese Damen. Natürlich ist das Fragen nur eine Ebene. Wichtiger ist dann das praktische Machen. Aber wenn Sie jetzt noch Fragen haben, damit Sie es insbesondere besser praktisch machen können, dann stellen Sie doch diese bitte. Ja? Ich würde gerne wissen, wie ist es mit einer Analgesie? Sprich, darf ich zusätzlich eine leichte Analgesie, also Schmerzmittel, dazu geben und trotzdem trainieren? Oder schließt das eine das andere aus? Die Frage, wiederhole ich, ist, wie ist es mit Schmerzmitteln, wenn man den Schmerz etwas weniger spürt? Kann man da trainieren? Schließt das eine das andere aus oder ist das allenfalls gut in Kombination? Ja, das schließt sich nicht aus. Also man darf durchaus Schmerzmittel, das funktioniert nicht. Hört man das? Ja. Eben, das schließt sich nicht aus. Also man darf ruhig oder wenn man eben schon Schmerzmittel nimmt, beginnt man vielleicht so dann zu trainieren. Und eben, Sie haben gesehen, der Schmerzmittelkonsum reduziert sich wahrscheinlich und dann kann man dann so auch reduzieren. Aber zu Beginn kann das durchaus sein, es muss nicht, aber es kann durchaus sein, dass Sie zuerst mit Schmerzmittel trainieren. Gut, sind weitere Fragen? Ja. Die Frage ist, ob diese beiden Therapeutinnen die einzigen beiden sind, die in der Region Schaffhausen dieses GLAD-Programm machen. Ja, wie sieht das aus? Im Moment ist das so, ja, dass diese beiden Therapeutinnen GLAD zertifiziert sind. Und noch jemand bei euch? Drei. Also wir sind im Moment drei zertifizierte Therapeuten in Schaffhausen. Das ist die Miriam in Taying, ich im Zenit in Schaffhausen und eine Kollegin im Kantonsspital. Die ist im Moment in ihrem Mutterschutz- und Babyjahr und wird dann, denke ich mal, auch voll motiviert wieder mit einsteigen. Das ist Frau Herger. Sie können auf die, das sieht man jetzt nicht mehr, aber www.glaedschweiz.com. einwort.ch. Dort finden Sie alle Informationen, dann können Sie dort, Sie werden das finden, gibt es eine Liste mit allen zertifizierten Therapeutinnen nach Kanton sortiert. Da finden Sie dann schnell in Ihrer nächsten Region jemand. Gut, weitere Fragen? Kai-Uwe? Also, ich wiederhole die Frage.
Es ist die Frage nach der Besserung. Das heißt, gibt es da verschiedene Besserungen, je nach Gruppe. Solche Patienten mit leichter Arthrose haben die eine andere Besserung oder eine größere oder kleinere Besserung als solche mit schwerer Arthrose. Und ist es auch bei schwerer Arthrose gut möglich, an diesem Gleitprogramm teilzunehmen? Das wäre die zweite Frage. Also wir haben jetzt das hier noch nicht analysiert, weil einfach diese Zahlen noch so klein sind. Die Dänen haben das untersucht und natürlich sind die Schmerzreduktionen sind nicht jetzt unterschiedlich möglich bei schwerer oder leichter. Also die Verbesserung ist natürlich sogar mit mehr Schmerzen ja theoretisch größer möglich, als wenn man nur ganz wenig Schmerzen hat. Aber es gibt in Dänemark schon relativ häufig Leute, die, und das gab es auch bei uns schon, die geplant waren für eine Operation, die dann sagen, ach, ich schiebe das noch ein bisschen raus. Also das scheint schon ein Zeichen zu sein, dass es auch bei doch fortgeschrittener Arthrose Fortschritte gibt. Aber eben natürlich soll man nicht im fortgeschrittensten Stadium überhaupt damit beginnen, oder? Sondern wenn möglich früh. Dann ist die Chance sicher noch besser. Gut, sind noch weitere Fragen? Ich sehe nicht. Mich würde interessieren, ob nur gletscherinfizierte Therapeuten ein Nachfolgeprogramm nach diesen 12 Sitzungen durchführen dürfen oder ob es eine Chance gäbe, dass beispielsweise die Rheumaliga, die ja in allen Kantonen tätig ist, die Frage ist, ob nur GLAD-Therapeutinnen dieses Nachfolgeprogramm anbieten können oder aber auch die Rheumaliga Schweiz, respektive die verschiedenen Kantone mit ihren Kursleitenden dieses Programm anbieten können. Also die Idee, dass jetzt als Therapie sozusagen Angebot, das soll wirklich von GLAD-zertifizierten Therapeuten und Therapeutinnen durchgeführt werden. Und wir sind eben mit der Rheumaliga Schweiz, die ist ja hier auch involviert, im Gespräch, was man für Angebote machen kann in den auch lokalen Rheumaligen als Fortsetzung. Und da ist es uns natürlich schon ein Anliegen, dass die Philosophie die gleiche ist, oder? Dass das, was man begonnen hat, dieses Training, und wirklich eben nicht Angst haben. Sie schaden den Gelenken, den Kniegelenken oder Hüftgelenken nicht, wenn sie in einem gewissen Rahmen sie auch sogar belasten und wirklich trainieren. Sie schaden nicht. Das ist auch untersucht worden. Dass natürlich mit dieser Philosophie dann weiter trainiert wird und nicht dort dann eben Leute sind, ach, machen Sie ja nicht zu viel, passen Sie auf. Das ist nicht die Idee. Aber da arbeiten wir dran, dass eben auch Fortsetzung möglich ist. Es ist auch ein bisschen schwierig, dieses Programm zu machen, da soll man alles allein. Natürlich ist es das Ziel, aber wir alle wissen, sich immer wieder, immer selber, über lange Zeit selbst zu motivieren, ist nicht so einfach. Und da kann eben die Unterstützung in einer Gruppe wäre super. Gut, jetzt sehe ich, ist noch eine Frage bei Frau Savi aufgetaucht. Ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber diese Teile, die ich verstanden habe, sind, kann man das selber anwenden, wenn man das anmelden? Ja, also wie wird quasi die Therapie begonnen? Kann man sich selber melden oder muss das eine Überweisung geben? Und wird das von der Krankenkasse übernommen, so etwa? Ja. Also der Normalfall ist über eine Verordnung des Arztes, der Ärztin. Und eben, Sie haben Ihren Flyer dort, da steht das auch so drin, wenn Sie den zum Beispiel Ihrem Hausarzt dann zeigen, steht dort drin, Sie sollen eben nicht einfach Physiotherapie verordnen, sondern das GLAD-Programm. Oder es steht dann, glaube ich, sogar 18 Mal. Und das ist
abrechnungstechnisch noch wichtig, weil es sind dann eben 4 Einzelsitzungen und 14 Gruppensitzungen. Und das wird von den Krankenkassen anstandslos bezahlt. Sie können sich selber anmelden, aber dann müssten Sie es auch selber bezahlen. Und für den Arzt ist das die normale Physiotherapieanmeldung. Er muss einfach das dann speziell vermerken. Ja, Simon. Also die Frage ist, wie das jetzt in Schaffhausen angelaufen ist, dieses Programm, und wie in welchem Grad dies auch bei den Ärzten schon bekannt ist. Also ich hatte das Programm gestartet 2019 bis zum Lockdown 3 Gruppen und hatte in der Zeitung einen großen Beitrag. Und daraufhin haben wir den Ärzten von Schaffhausen und Neuhausen, Umgebung, Ärztezentren, sowohl den Flyer geschickt, wie auch Informationsmaterial. Und die Zuweisungen kamen also nicht nur vom Zenit, sondern auch von den Ärzten der Umgebung. Vielen Dank übrigens. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Ich würde vielleicht nur gerne was sagen zu den Hausärzten, weil ich habe in Thayingen selber viel, viel mehr mit Hausärzten zu tun. Ich habe also die Thayinger Hausärzte informiert darüber über das Programm. Ich habe dann verschiedene Verordnungen bekommen. Dann haben sie es jetzt wieder ein bisschen vergessen. Es war ja auch der Lockdown. Aber wenn ich den Eindruck habe, ich möchte bei einem Patienten das Gleitprogramm machen, dann melde ich mich kurz beim Arzt und sage, hey, ich finde es sinnvoll, wir könnten das Gleitprogramm machen. Dann schickt er mir eine korrigierte Verordnung, wo dann das Gleit draufsteht, und dann ist das alles kein Problem. Und die Informationen haben sie, und sie sind sehr offen. Also Ärzte sind sehr offen für das Programm. Gut. Gibt es sonst noch Fragen oder Ergänzungen von Seiten von Ihnen? Ich sehe, jetzt ist die Stunde vorgerückt, es ist 9:06 und es ist damit dann Zeit, diesen Anlass zu beenden. Ich möchte Ihnen ganz herzlich fürs Kommen danken und möchte speziell Ihnen für Ihre Referate und für Ihren praktischen Teil ganz herzlich danken und bitte um einen Applaus. Aufgrund der Corona-Bedingungen kann ich leider diese Damen nicht küssen und kann Ihnen nur zum Dank diesen Blumenstrauß übergeben. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und besten Dank für Ihren Besuch.